Herzlich willkommen im Nachtcafé bei Talk am Dienstag. Hallo, danke schön. Vielen Dank. Es gibt ja besonders wichtige Menschen in unserem Leben, danke schön, auf die wir auf keinen Fall verzichten wollen. Was bin ich ohne dich? Das fragen wir uns heute hier im Nachtcafé. Und ich freue mich auf Hilde Gerg. Die Ski-Olympiasiegerin führte eine glückliche Ehe, bis ihr Mann ganz plötzlich verstarb. Es folgte eine schwere Zeit voller Wut und Verzweiflung. Wie sie wieder ins Leben zurückgefunden hat, das erzählt uns Hilde Gerg. Nochmal herzlich willkommen im Nachtcafé. 2013 erhielt Vincent Zeitler die Diagnose Leukämie, seine letzte Hoffnung eine Stammzellentransplantation. Es begann eine bange Zeit des Wartens, auch für seinen Spender und Lebensretter Markus Kaufmann. Wir sind gespannt auf Ihre Geschichte. Applaus. 16 Jahre waren Rolf und Ulrich Guttmann gegen ihren Willen voneinander getrennt. Erst durch die deutsche Wiedervereinigung fanden die beiden wieder zueinander. Heute sind die Berliner Zwillinge Kult und unzertrennlich. Wir freuen uns auf Rolf und Ulrich Guttmann. Seit 36 Jahren sind Walter Sittler und Sigrid Klausmann-Sittler glücklich miteinander verheiratet. Privat und beruflich sind die beiden stets füreinander da. Was das Rezept ihrer Liebe ist, das verraten uns heute Walter Sittler und Sigrid Klausmann-Sittler. Herzlich willkommen. Diplom-Psychologin Ursula Nuber weiß, warum die Beziehungen zu anderen Menschen für uns so wichtig sind. Denn durch diese erhalten wir Zuversicht und Sicherheit im Leben. Herzlich willkommen, Ursula Nuber, und nochmal herzlich willkommen an die gesamte Runde. Ich hab's gesagt, Sie sind 36 Jahre verheiratet. Können Sie sich eigentlich ein Leben ohne einander noch vorstellen? Nein. Nein, klar. Ich will auch gar nicht. Oder? Wir wollen auch nicht. Nein, ich will auch nicht. Merkt man eigentlich so mit der Zeit, dass sie sich annähern aneinander, dass sie sich ähnlicher werden? Hm. Naja, es passiert schon mal, dass wir gleich da sitzen, ohne es zu wollen. Genau so. Ja? Ja. Das ist dann so, ja. Ja. Aber sonst? Ich bin schon 1 Zentimeter gewachsen, also rücke langsam. Ja, ich bin 1 Zentimeter kleiner geworden, also wir werden uns näher. Wie ist es eigentlich, auch wenn wir eng zusammen sind, wie wichtig ist, dass wir auch so eine eigene Identität behalten? Extrem wichtig, ja? Weil sonst verschmilzt man ja mit dem anderen oder wird irgendwie seiner Eigenständigkeit beraubt. Also das Ich im Wir, das soll es schon noch geben. Sie haben eine ganz besondere Geschichte. Ja, Herr Kaufmann, Sie sind Stammzellenspender und Sie waren die letzte Hoffnung für Sie, Herr Zeitler. Und Sie haben ihm das Leben gerettet. Erstmal danke, muss man dafür sagen, schon mal auf den Namen. Ja. Sie wussten ja, es gibt einen Stammzellenspender, aber Sie wussten ja lange nicht, wer er ist. Und umgekehrt genauso. Wie war das, als Sie sich zum ersten Mal persönlich begegnet sind? Wie war der Moment? Für mich sehr emotional. Ja. Ich hatte ja das Glück, meine Stammzellen zu spenden. Also mein Aufwand war wirklich nicht so hoch. Mhm. Und als dieser Moment dann gekommen ist, 2015, und wir uns das erste Mal gesehen haben, da hat er mich so feste gedrückt, dass ich kaum Luft bekommen habe. Und für mich war es wirklich einer der besondersten Momente in meinem Leben. Also aus vielerlei Hinsicht, wir sind einfach froh, dass Sie beide da sind. Ja. War das für Sie ähnlich? Ähnlich emotional? Also Korrektur, das erste Treffen war 2016. Oh, er ist der Buchhalter in der Beziehung. ich kenne mein Stammzellendatum. Ja. Ich weiß, wann ich es bekommen habe und ich weiß, wann ich ihn kennengelernt habe. Weil es sind sehr wichtige Daten für mich, weil sie letztlich mein Leben bedeuten. Ja. Und ich konnte es noch zurückgeben. Es war der emotionalste Moment meines Lebens bis dahin. Ich habe vorher nichts Gleichartiges gespürt. Diese Dankbarkeit ist auch nicht verflogen. Die wird ein Leben lang bleiben, weil es ohne ihn einfach nicht mehr wäre. Und konnte es letztlich schwer in Worte fassen, weil es einfach zu viel ist, was da gegeben wurde. Aber wenn er sich immer kleinredet, ohne diese kleine Sache wäre es nicht gegangen. Das muss man halt ganz hart so sagen. Man sieht ja auch an Ihnen, nichts im Leben ist selbstverständlich. Ja? Es ist eigentlich immer wieder neu ein Geschenk. Es gibt auch Situationen, nämlich, wenn wir uns fragen, was bin ich ohne dich,
wo wir uns diese Frage ganz plötzlich und auch unfreiwillig stellen müssen. Sie waren 17 Jahre, Hilde Gerg, mit ihrem Mann zusammen verheiratet und hatten mit ihm auch schon kleine Kinder. Ja. Und dann ist er ganz plötzlich verstorben. Aber reden wir erstmal über Wolfgang, Ihren Mann. Ist es richtig, dass Sie ihn, bevor Sie ihn persönlich kennengelernt haben, irgendwo mal in einer Zeitschrift schon entdeckt haben? Ja. Stimmt die Geschichte? Ja. Das war wirklich so, dass ich, da war ich 13, 14 und da gab es immer vom DSV so eine DSV-Zeitung. Mhm. Und Wolfgang ist quasi selbst auch mal Skirennen gefahren, ist Junioren Vize-Weltmeister in der Abfahrt geworden und dann waren da halt Bilder von dieser Junioren-WM in dieser Zeitung. Und mein Vater hat die immer schön gestapelt und eines Tages habe ich die halt mal so durchgeblättert und habe mir gedacht, ja, interessant, Junioren-WM wäre auch mal interessant. Ja, und das ist ein Fäscher. Also das ist ein Fäscher. Und wie man das halt in Bayern so schön sagt. Und dann war das halt so ein bisschen eine Schwärmerei und dann gibt es ja halt diese innere Stimme oder wie auch immer, dass man ab und zu mal so ein Ding hat, ach, den heirate ich mal. So war das halt. Gell, so. Tatsächlich? Ja, mit 14, das war ja Käse. Aber er ist dann tatsächlich mein Trainer geworden, als ich ins Skigymnasium nach Berchtesgaden gewechselt bin. Und da hat sich das dann so langsam entwickelt. 1994 sind Sie dann zusammengekommen. Hat Sie denn, weil Sie ja so eine Intuition hatten, zumindest haben Sie ja von so einer inneren Stimme gesprochen, hat Sie denn auch was Besonderes verbunden oder hatten Sie Dinge gemeinsam, die Sie dann auch herausgefunden haben? Ja, also die Leidenschaft zum Sport natürlich in erster Linie, aber ja, wir waren einfach auf einer Wellenlänge. Gell? Viele Dinge hat man da gar nicht so besprechen müssen. Natürlich war der Wolfgang 5 Jahre älter als ich. Ich habe ihn sehr jung kennengelernt, da ist das Ich im Wir. Er schwimmt da manchmal in ein sehr großes Wir. Gell? Wie alt waren Sie denn, als Sie dann zusammenkamen? 94, da war ich halt ein bisschen älter wie 18. Ja, da war das aber erst einmal nur 1,5 Jahre, durfte das ja noch keiner wissen, weil er war ja Trainer, war ich aktive, bisschen nie im eigenen Teich und. Ah, ja. Genau, bis wir uns halt dann aber unserer Liebe sehr sicher waren, haben wir das halt dann auch veröffentlicht und sind dann ja auch seitdem zusammen gewesen. Und ja, für mich war er eigentlich immer der Größere, der Ältere, der die Linie gewissermaßen vorgibt. Und unser Leben war, sage ich mal, einfach das, was wir zu Hause gehabt haben. Seine Eltern haben ja einen kleinen Bauernhof betrieben, da wo wir ja auch gewohnt haben, wo ich jetzt immer noch wohne. Wenn da Arbeiten zu Hause waren und wir da waren, haben wir da natürlich mitgeholfen. Mhm. Und halt dann das Reisen und das Skifahren. Und er hat mir immer gesagt, wie ich es machen soll, dass ich schnell den Berg runterfahre. Und ich habe es versucht umzusetzen. Und Sie haben es sehr gut umgesetzt, muss man dazu sagen. 1998 kam dann die Zeit, als Sie nicht nur Skifans ein Begriff waren, sondern jeder hat Sie gesehen, jeder wollte mehr über Sie erfahren, über die wilde Hilde, denn in Nagano 1998 bei den Olympischen Spielen sind Sie Olympiasiegerin geworden. Ihr Freund und Trainer Wolfgang Grassl hat den Lauf gesetzt. Ist das die Erfolgsspur zur Medaille? Sie sind Fan, glaube ich, haben Sie gerade. Ich bin ein echter Fan. Ja? Ja, ich finde, wie Sie da. Also, Sie sind da eigentlich runtergetanzt eher als Ski gefahren. Ja. Wirklich. Also, auch wild, aber schön. Einfach auch schön. Und ich komme aus einer sportlichen Familie und wir haben ihre Karriere verfolgt, die Geschwister und ich. Ja. Also Sie waren eine wilde Tänzerin und es kam natürlich auch viel Rummel auf Sie zu, viel Aufmerksamkeit. Haben Sie sich da auch so ein bisschen gegenseitig geerdet, dass Sie nicht abheben? Ja, bestimmt. Ja. Dass man einfach seine Heimat hat, seine Wurzeln. Ich habe ja bis vor 3-4 Jahren oder 2-3 Jahren die Olympiamedaille im Schrank ganz unten drin gehabt. Mhm. Habe das immer so gehalten, dass ich zu Hause in meinem Wohnbereich eigentlich keine
ja, Trophäen oder Medaillen oder Pokale aufstelle, auch nicht die Gesamtweltcup-Siege im Super-G. Mhm. Das war immer alles irgendwo weg, damit ich da ich bin, die Rolle als Privatperson und die Rolle eben als aktive Rennläuferin. Das war mir immer sehr wichtig. Mittlerweile verschmilzt das alles und man, mit dem Abstand ist man auch wahnsinnig stolz eigentlich drauf und weiß auch, dass es was ganz was Besonderes ist, was man da erleben hat dürfen. Und da braucht man das jetzt nicht mehr alles so trennen, aber damals war das halt sehr wichtig für mich. Da kann die Medaille schon in eine Vitrine oder irgendwo. Die kann man jetzt zumindest mal neben die Glaskugel hinstellen, genau. Ja, genau. Respekt nochmal, oder? Vor dieser Leistung. Sie waren ja nach der Karriere, dann nach Ihrer aktiven Zeit auch noch als Expertin unterwegs. Sie sind dann auch Mutter geworden. Und dann kam dieser Tag im April 2010. Haben Sie den noch genau in Erinnerung oder haben Sie da vieles verdrängt? Nein, das habe ich eigentlich noch genau in Erinnerung. Also da glaube ich, könnte ich jede Sekunde irgendwo erzählen, weil das sind außergewöhnliche Momente im Leben, die man erlebt. Und auch als Skirennläuferin hat man ja auch die Gabe oder muss man das ja können, dass man sie in hundertstel Sekunden was merkt. Und durch das, dass das jetzt nicht nur in einer Überforderung gekommen ist, also ich habe jetzt keinen so einen Schockzustand gehabt, dass ich es verdrängt oder vergessen hätte, weiß ich eigentlich von dem Tag oder von den Tagen da noch alles. Also das ist schon so, ja. Und wie haben Sie den erlebt? Wann war klar, es ist kein Tag wie jeder andere? Ja, eigentlich schon, als an der Tür geläutet wurde und mir gesagt wurde, dass meinem Mann nicht gut geht. Wer war das? Wer kam das da? War ein Zivilpolizist. Der Wolfgang war mit dem Auto unterwegs und ist auch Richtung Arzt gefahren. Also er muss jetzt schon gemerkt haben, dass irgendwas nicht ganz gut stimmt oder nicht ganz in Ordnung ist. Wobei das ja beim Ordner eher ungewöhnlich ist, weil das dauert ja nicht lang. Dann wurde er da quasi aufgefunden im Auto und der ist dann halt zu mir gekommen, weil der Arzt dann bei ihm war, der Notarzt, und die wollten halt wissen, ob irgendeine Vorerkrankung da ist. Und wussten Sie denn von irgendeiner Vorerkrankung? Ja, das wusste man schon. Er ist als Kind, er hat an dem Aortenbogen, da ist ja normalerweise, wenn man als Baby im Mutterleib ist, gibt es da so eine kleine Verbindung zur Lunge, damit das Blut halt da zirkulieren kann. Wenn man auf die Welt kommt, verschließt sich das. Und das war bei ihm damals schon nicht so. Also der ist als Baby, hat er schon 6 Wochen mal gekämpft, dass er die Geburt quasi übersteht. Ist dann mit 9 Jahren auch da operiert worden an dem Aortenbogen. Und letztendlich hat sich da halt jetzt so ein Aneurysma ausgebildet in dem Alter jetzt. Und er hat sich das halt auch nie kontrollieren lassen. Er hat da recht gut gelebt im Verdrängungsmodus. Und er hat auch keine Beschwerden eigentlich, ne? Oder? Nein, so richtige Beschwerden. Ja. Dass er das jetzt wehtut wie am Fuß, hat man da jetzt glaube ich nicht. Und dann war das letztendlich so, wo der angerufen hat, und dann habe ich gesagt, ja, das Einzige, was er hat, ist eben das. Und dann war mir fast klar, wenn er da jetzt ein Problem hat, dann ist das nicht mehr zu beheben. Was war denn passiert? Er war ja im Auto, glaube ich, ne? Ja, der ist halt da ohnmächtig geworden. Im Auto? Ja, er ist dann schon, glaube ich, auf die Seite. Er ist also einen schmalen Weg Richtung Arzt gefahren und da ist er halt dann, wo es halt dann nicht mehr gegangen ist, ist er halt stehen geblieben quasi. Ich meine, das sind Momente, die spielen Sie vielleicht manchmal im Film, aber das sind so, das wollen wir alle ja nie erleben. Wie ging es denn dann weiter? Sie haben gesagt, Sie haben das alles in Erinnerung. Sind Sie dann dorthin gefahren? Ja? Genau, der Zivilpolizist hat mich und den Vater von Wolfgang dann mitgenommen. Dann sind wir da hingefahren. Ich bin dann noch in den Krankenwagen. Also ich wollte unbedingt in den Krankenwagen. Der Arzt hat zuerst gemeint, das schaut jetzt nicht so gut aus. Dann habe ich gesagt, ja, das ist mir jetzt eigentlich egal, ich möchte jetzt da rein. Und ja, und da hat man das eigentlich schon irgendwo gemerkt, dass das jetzt, dass der eigentlich nicht mehr lebt. Das hat man jetzt, sie haben den zwar reanimiert und haben das alles versucht, aber ja. Und dann sind die halt weggefahren, haben den Wolfgang versorgt. Und wir sind halt dann da gestanden, haben sein Auto mit heimgenommen, eigentlich auch voll brutal. Und sind dann ins Krankenhaus nachgefahren. Und hatten Sie denn auf dem Weg dann doch noch irgendwo die Hoffnung, vielleicht geht das noch gut aus? Ja, man hat jetzt auf dem Weg jetzt zuerst zum Unfallort, da merkst du, dann realisierst du, oh, der fährt jetzt mit Blaulicht, alle fahren weg, du sitzt jetzt da mittendrin, so glaube ich, bin ich da gesessen. Und dann habe ich schon gemerkt, wie der Puls kommt und wie ich nervös wäre. Und dann habe ich halt immer versucht, komm, beruhig dich, du weißt jetzt noch nichts, dreh jetzt nicht vollkommen durch. Und
ja, wo ich dann aus dem Auto dann, da war ich dann letztendlich froh, dass ich ihn gesehen habe und war dann eigentlich wieder klarer, ja, der wird jetzt da versorgt, aber dass man jetzt den, man hat da irgendwo schon noch natürlich die Hoffnung, aber weil man bricht jetzt nicht gleich zusammen, aber es ist halt schon so im Hinterkopf, kommt immer, was macht der jetzt, wenn ich jetzt im Krankenhaus bin, was macht jetzt der Arzt? Wie vermittelt der mir das? Was vermittelt er? Das ist klar, das hat man schon immer im Kopf dann. Gab es da einen Moment, als Sie realisiert haben, gespürt haben, jetzt ist es endgültig, jetzt? Ja, so richtig realisieren, das dauert ja ein bisschen, aber natürlich der Arzt sagt das. Das ist ja auch ganz wichtig, gell, dass man das auch wirklich gesagt kriegt, dass man weiß, was jetzt los ist. Mhm. Wobei ich mir ja schon gedacht habe, eben beim Notarzt raus, habe ich mir schon gedacht, das ist jetzt eigentlich recht hoffnungslos. Und dann haben wir, das war eigentlich alles ziemlich gut für die Verarbeitung. Wir konnten dann noch zu ihm ins Krankenhaus. Die ganze Familie ist gekommen, hat sich da verabschieden können. Also das war schon sehr wichtig. Ich habe ihn dann 2 Tage später auch noch mal gesehen, sodass man sich da wirklich Schritt für Schritt da irgendwo, ja, da ist es jetzt vielleicht noch kein Verabschieden, aber allein das zum Sehen, dass der Mensch einfach jetzt nicht mehr lebt und dass es ihm eigentlich recht gut geht, weil der hat echt unverschämt zufrieden ausgeschaut. Ja. Das ist einfach wichtig für die Verarbeitung dann. Wenn Sie vom Verarbeiten sprechen, wie waren dann die nächsten Tage, Wochen, Monate? Wie haben Sie getrauert, kann man das sagen? Ja, zuerst ist das halt einfach ein Schockzustand. Ja. Alles ist im Chaos, man hat 2 kleine Kinder, denen habe ich das relativ schnell gesagt, dass einfach der Papa jetzt im Himmel ist und dass der nicht mehr kommt. Und die merken aber, viele Leute sind gekommen, was auch echt gut war. Und man redet und man spricht. Aber trotzdem, es ist halt alles irgendwie im Aufruhr. Dann ist eine Riesenbeerdigung gewesen. Und dann hat man so, ja, 4-6 Wochen Schockzustand so in dem Rahmen. Und dann habe ich auch gemerkt, das Kind ist mal die Treppen runtergefallen, das ist mit dem Radl irgendwo da runtergefallen. Da habe ich mir schon gedacht, also Hilde, so kannst du jetzt nicht weitermachen, weil du musst dich jetzt so ein bisschen Verantwortung für die Kinder da sein. Ja. Genau, und dann habe ich halt versucht, war ich auch beim Sportpsychologen und beim Kinderpsychologen, wo wir dann gesagt haben, es ist einfach wichtig, mach Struktur, mach einen Tagesablauf, hab Anhaltspunkte, Trauer am Abend. Also, und das habe ich dann schon ganz bewusst versucht zu verarbeiten. Es gibt ja so Trauerbücher, Anleitungen. Jeder geht da ja auch anders vor. Haben Sie sich zum Beispiel gemeinsame Fotos mit ihm angeschaut oder hat das zu weh getan? Ja, da sitzt man sich natürlich beim ersten Mal nicht hin und schaut 3 Stunden das an, sondern fängt man halt so langsam. Oder ich glaube, ich habe auch mit Musik angefangen. Gemeinsame Musik? Oder die? Ja, genau, weil ich nicht wollte, wenn jetzt da was im Radio kommt, dass ich dann gleich den nächsten Unfall baue. So. Mhm. Also, dass ich darauf vorbereitet bin. Also, Sie haben es aber bewusst noch mal hochgeholt. Sie haben das nicht verdrängt, sozusagen. Ja. Und haben Sie auch Zwiesprache mit ihm gehalten? Ja, man kommt ja dann irgendwann in diese Trauerphase mit der Wut, gell? Ist das 2, 3 Stufe? Ja. Vier schon. Die war aber schnell da bei mir. Ach so, das haben Sie gemeint. Es gibt ja 4, man sagt, es gibt 4 Phasen. Also, die Wut ist tatsächlich die dritte. Ja. Man ist halt wirklich überfordert. Ich habe die Oma gehabt, die haben wirklich auch auf die Kinder aufgepasst. Aber man hat halt 2 kleine Wickelkinder. Also die waren 1 Jahr und 15 Monate und 3 Monate und die Tochter war 2,5. Und da kommst du ja in so einen Überforderungsmodus, da bin ich dann schon oft mal die Treppe rauf, da sind halt Bilder von uns hängen da. Und dann habe ich gesagt, das ist sehr lustig, oder? Auf Wolke 7 und ich renne jetzt zum 3. Mal um 3 in der Nacht darauf, sehr lustig. Mhm. Also das habe ich dann schon, das habe ich schon gehabt. Und das ist auch, glaube ich, wichtig. Man muss sich von einer Beziehung verabschieden, die man ja eigentlich nicht beenden wollte. Man kann nicht streiten, keiner schimpft zurück. Und das habe ich schon gehabt, auch, glaube ich, lang. Und habe auch versucht, auch bewusst, dass man es nicht verglorifiziert, alles, sondern dass man nüchtern draufschaut. Ich meine, jetzt kennt nicht jeder von uns diese Stufen, aber können Sie das sagen, der Trauer? aber diese Wut, diese Zwiesprache, gehören die dazu? Auch ja, unbedingt. Also ich kann ja, also die erste, haben Sie ja auch schon gesagt, die erste Phase ist irgendwie nicht glauben und irgendwie gar nicht realisieren und vielleicht ja so in so einem Schockzustand einfach funktionieren. Und dann kommt oft so eine
Trauer oder Depression, wo man irgendwie im Nebel steckt und irgendwie auch nichts mehr spürt eigentlich. Ja. Und dann die dritte ist halt die Wut und die ist so wichtig, weil sonst bleibt man stecken in dem Nebel. Also die Wut, warum bist du gegangen und wieso lässt du mich im Stich? Ich finde das ganz hervorragend, okay, dass sie ihn da auch ein bisschen geschimpft haben, dass er da einfach so sich verdünnisiert. Ja. Und das ist wichtig, weil sonst geht die Ablösung nicht. Dann bleiben sie stecken. Ja. Aber wenn man, also wenn ich was fragen darf, wenn, ja, wenn man zum Beispiel 50 Jahre glücklich verheiratet ist, ja, und man weiß ja, dass es aufhört, es sind die Stufen dieselben oder ist es dann anders? Oder kann man sich? Die sind dieselben. Sie werden nur ein bisschen andersartig, vielleicht ja, inhaltlich gefüllt. Aber also gut, wenn sie sich lange vorbereiten können und jemand begleiten können in den Tod, ist ganz was anderes. Dann ist man nicht mehr so geschockt. Also dann ist die erste Phase, die fällt vielleicht man gar nicht mehr. Man hat ja das Leben lang Zeit, sich vorzubereiten. Ja, aber es ist trotzdem immer. Wir wissen es ja. Also Sie sagen es eigentlich, könnte es jedem von uns, ja, an jedem Tag ja passieren. Ja. Denken Sie an, bereiten Sie sich darauf vor, was sein könnte, also, wenn einer von Ihnen vielleicht nicht mehr ist? Komisch, aber wenn, ich möchte nicht, dass es passiert. Also ja. 30 Jahre möchte ich schon noch. Ja. Also, oder so. Die beiden. Aber wenn, wenn, dann möchte ich neben der Trauer nicht vergessen, die Dankbarkeit, dass ich sie so lange hatte. Die kommt ja dann auch. Also, dass das schön ist, dass man sehr viel hatte und man weiß eh, dass es zu Ende geht, weil irgendwann sterben wir alle. Und trotzdem sind Sie nicht gefeit davor, dass Sie vielleicht weg sind. Glaube ich auch nicht, aber ich möchte sagen, warum bist du weg, jetzt wo ich dich ganz besonders bräuchte? Ja. Und jetzt, wo ich ein bisschen älter bin und vielleicht jemanden brauche, auf den ich mich stützen kann. Warum bist du weg? Aber sie ist ja nicht weg. Wie konkret ist sie nicht weg? Also physisch ist sie weg, das stimmt. Aber sie ist bei so langer Zeit, das ist, ich meine, deswegen meine, es gibt wahrscheinlich verschiedene Arten, wenn man das erlebt wie sie, das ist einfach brutal. Wie konkret denken Sie denn drüber nach? Also es gibt schon Momente, wo ich mir sage, Sigrid, stell dir jetzt mal vor, wie das ist. Ja. Wenn Walter jetzt geht, irgendeiner fängt an. Logisch, ja. Also ich habe das bei meinen Eltern, erlebe ich das ja auch. Und dann sage ich mir, dann überlege ich mir, wie würdest du dann leben wollen? Das stelle ich mir wirklich vor. Bleibt man in einer gemeinsamen Wohnung? Holt man sich jemand dazu? Eine Freundin zum Beispiel? Also gar nicht jetzt unbedingt einen neuen Partner. Das kann ich mir gerade überhaupt nicht, könnte ich mir nicht vorstellen. Aber ich beschäftige mich manchmal damit. Was würde ich tun? Und ich würde auch sagen, ja, das Leben geht weiter. Da ist meine Mutter mir auch ein Vorbild. Sie hat ihren Mann verloren nach 64 gemeinsamen Jahren und das ist jetzt 10 Jahre her und noch lebt sie. Und zu sehen, wie sie das gemacht hat, auch mit den Ritualen, die sie beibehalten hat. Und das möchte ich, sollte ich mal nicht die Erste sein, sondern du würdest vor mir gehen, dann würde ich das auch versuchen, dass man nicht im Dank, oh, ist weg. Das würde natürlich sein, weil das natürlich furchtbar traurig ist. Aber was kann man tun, um den anderen bei sich zu behalten und trotzdem loszulassen. Wie sind Sie mit seinen Gegenständen umgegangen? Sie haben die Wohnung angesprochen. Ging es dann auch darum, das irgendwann zu Ihrem Familienhaus machen, in dem er irgendwie einen Platz hat, aber manche Sachen auch wegzugeben? Ja, da war ich eigentlich relativ schnell, ja? Dass ich Dinge vom Wolfgang in der Familie verteilt habe, Kleidungsgegenstände oder halt dann weggeben habe oder eben auch noch manche Dinge für die Kinder auch aufgehalten habe. Wir haben 2 Jahre vorher ein Haus gebaut und da und ein altes Haus abgerissen und das wieder neu gebaut. Und da war das so, dass der Wolfgang, der hat alles weggetan, was man nicht mehr braucht. Der hat gesagt, was willst du mit dem Zeug, das müssen wir sonst nur rumtragen. Und da haben wir gedacht, ja, da hat er mir eigentlich schon eher ein gutes Beispiel gegeben. Und das sind dann auch immer wieder so, da kämpft man sich wieder durch was durch und da geht es einem danach dann eigentlich wieder besser. Und ich habe halt dann irgendwann gemerkt, ja, jetzt lebe ich da mit 2 kleinen Kindern, jetzt muss ich mir das auch wieder so erarbeiten, wie ich das möchte. Und dann habe ich mir halt da einen Vorhang hingehängt, wo er keinen wollte und das weggemacht, wo er das halt nicht hin wollte und so. Und ich wollte dann einfach, ich habe es halt dann für mich, ich habe halt dann da meine Energie, so wie ich alleine bin, weil dann habe ich eigentlich erst eigentlich auch die Chance gehabt, also das, da reden wir jetzt nicht von nach 2 Monaten, sondern kommt dann mit der Zeit, dass ich mich alleine quasi einmal als Person, als Hilde alleine, ohne Partner quasi kennenlerne. Und das war dann eigentlich auch eine sehr wichtige Phase. Sie waren 18, als Sie zusammengekommen sind, Mitte 30, als er verstorben ist. In dieser Zeit alleine, Sie haben das jetzt gerade so angedeutet,
Haben Sie sich da auch noch mal neu kennengelernt? Haben Sie sich auch verändert da noch mal für sich? Ja, also verändert habe ich mich bestimmt. Neu kennengelernt, würde ich sagen, weil das ist dann eine lange Phase eigentlich gewesen, wo ich mich immer gefragt habe, gefällt mir das jetzt wirklich mir oder war das einfach, weil wir das gemeinsam gemacht haben, wie Samstagnachmittag Sportschau schauen oder was man halt so für Rituale hat, gell? Und wenn man denkt, also das Ritual, das brauche ich jetzt nicht, das muss ich jetzt nicht haben. Mhm. Skirennen dagegen, die sind Bestand, haben einen Bestand gehabt. Wir sind jetzt nie gemeinsam eine Radltour, haben wir nie gemeinsam gemacht. Das war immer nur, wenn ein Training von mir und so. Und das haben wir dann auch nie gemeinsam gemacht. Das habe ich dann wieder belebt eigentlich. Also das, ja, man lernt sich selber wieder kennen und verändern tut man sich natürlich sowieso, das ist eh klar. Ist das auch, niemand will Menschen verlieren und wir wünschen uns, dass es nicht passiert wäre. Ist es ungewollt, aber für manche auch dann ein Neubeginn, auch ein Beginn von neuem Wachstum? Das ist eigentlich ein Muss. Also man sagt ja auch, man kann auch wachsen nach einem Trauma oder nach einem Schock, posttraumatisches Wachstum, sagt die Psychologie. Aber das ist die vierte Phase. Also dass man zu sich findet und einen Neuanfang findet und auch durchaus einen Neustart. Also ohne den oder die an meiner Seite, die lange geprägt haben. Aber jetzt kann ich ich werden oder neues Ich finden. Das ist genau die Aufgabe, die jeder Trauernde hat, egal wann jemand geht oder was man verliert. Haben die beiden älteren Kinder denn eigentlich noch persönliche Erinnerungen an ihren Vater? Also ich denke schon. Also ich sage ja immer, die haben ihren Vater im Herzen gehabt und dieses Gefühl, was er ihnen vermittelt hat, also die ältere Tochter vielleicht noch, also die ältere, die Tochter vielleicht noch ein bisschen mehr wie der Kleine. Aber bei uns wird da vom Papa gesprochen, da wird vom Wolfgang gesprochen, der ist immer noch irgendwo Teil. Ich habe versucht, dass ich ihnen eine Basis ergebe, wo sie immer fragen können, weil das Schlimmste wäre jetzt für mich, wenn die irgendwann mal sagen, dann du hast uns nie was vom Papa erzählt. Gell? Der war Tabuthema. Also, ich sage schon immer, da sind nur Erinnerungen da, ganz tief. Ich glaube jetzt nicht, dass der Mensch das, wenn er so klar ist, dann später mal aussprechen kann, aber so vom Gefühl her haben sie das schon noch drin, ja. Sie haben mittlerweile auch einen neuen Partner, mit ihm auch ein gemeinsames Kind. Wie geht's Ihnen als Familie, wie würden Sie sagen? Ja, ganz gut, wie das halt so ist mit drei Kindern. Es funktioniert eigentlich recht gut für das, dass man ja doch immer alles unter einen Hut bringen muss. Und für das, was passiert ist, bin ich recht dankbar, dass ich da so einen offenen Menschen wieder getroffen habe. Ja. Vielen Dank, Frau Gerg. Ich bin sicher, dass sich in dem, was Sie erzählt haben, viele wiedergefunden haben, die in Menschen viel zu früh haben loslassen müssen, viel zu früh verloren haben. Und ich glaube auch, dass das, was Sie erzählen, auch denen Mut macht, die dann erstmal denken, es gibt gar keine Zukunft mehr. Vielen Dank, Hilde Gerg. Herr Zeitler, Sie haben es gerade schon angedeutet, man kann von ihm gar nicht hoch genug sprechen. Aber was ist er für Sie? Wie würden Sie es spontan sagen? Bruder. Ein Bruder? Bruder. Als kein anderes Wort. Reicht. Umgekehrt? Ich würde noch einen Blutsbruder davor setzen. Ich bin zwar glückliches Einzelkind, aber mit Vincent habe ich jetzt auch noch einen richtigen Blutsbruder dazu bekommen. Da ist ja auch wirklich was dran. Ja, denn in der Zeit, als es Ihnen schlecht ging, Sie tragen schließlich seine Stammzellen in sich, waren Sie die Hoffnung? Waren Sie die Hoffnung auf Rettung, muss man sagen? Denn Sie haben 2013 die Diagnose Leukämie erhalten. Da waren Sie, glaube ich, erst 20 ungefähr. Ja. 21, ja. 21. Wie sehr hat Sie, wenn ich mir das vorstelle, in dem Alter, wie sehr, in jedem Alter ist es, glaube ich, schwierig, aber in dem Alter, wie sehr hat Sie das überrumpelt? Also, ich weiß nicht, wann die Diagnose war, Mitte, Ende März 2013. Wir haben da im Frühjahr noch Ski gefahren, wir waren noch im Fußballtraining, wieder im Aufbau und waren Sonntagabend beim Essen und beim Reigi ins Restaurant hat es an der Hüfte gezwickt und beim Rausgehen habe ich eigentlich nicht mehr gehen können. Meine damalige Freundin hat mich dann gestützt, dann haben wir heimgefahren
Dann haben wir am nächsten Tag zum Orthopäden. Dann haben wir ins MRT. Dann war da schon klar, es sind viele Lymphknoten da. Da ist irgendwas? Da ist irgendwas. Jetzt kommt aber dazu, also ich bin gelernter Zimmerer gewesen, oder immer noch. Hab auf dem Bau gearbeitet. Meine Mama ist Krankenschwester. Aber den Begriff Lymphknoten habe ich letztlich so das erste Mal in meinem Leben gehört. Wir haben überhaupt nichts damit anfangen können. Dann hat es geheißen, wir müssen das Blut abnehmen. Dann haben wir ins Krankenhaus, dann haben wir aus dem einen Krankenhaus sofort ins andere verlegt worden. Haben wir uns noch gedacht, hu, warum muss jetzt das sofort mit dem Taxi gehen? Mein Vater hat mich dann da gefahren. Und dann haben wir in Schwabing in der Klinik drin geguckt, im Bett. Die Hüften haben geschmerzt ohne Ende, weil da ein Bluterguss drin war im Gelenk. Und dann kommt die Ärztin rein und sagt, also das Blutbild sieht nicht so toll aus. Sehr, sehr freundlich formuliert. Und hat gesagt, es könnte sich wohl um eine Art von Blutkrebs handeln, aber das muss man noch genauer testen und genauer nachschauen. Ich meine, sowas schlägt ja ein in Ihr Leben, in das Leben der Familie. Als Sie dann wirklich erfahren haben, es ist so, dann haben Sie ja versucht zu gucken, was passiert jetzt? Welche Aussichten haben Ihnen die Ärztinnen und Ärzte da auf den Weg gegeben? Wie schnell war klar, dass Sie einen Spender brauchen? Da haben wir wieder bei den klaren Worten oder bei den klaren Diagnosen oder Aussagen. Bei uns war es schon irgendwo ein Spießrutenlauf, immer mit dem Hintergrund, dass ich keine Ahnung von dem gehabt habe, was die da erzählen. Ja. Die haben halt immer gesagt, das ist die und die Erkrankung. Und du hast dir gedacht, ich bin 20, was soll ich großartig haben? Ich war letzte Woche noch auf einer Skitour und ich habe in 14 Tagen den zweiten Termin dazu. Junge, ich möchte aus dem Krankenhaus raus und ich will wieder Sport machen. 20 und Krebs, das geht richtig, irgendwie nicht das, zusammen. Das, also kann man auch niemandem, glaube ich, der 20 ist, auch heute nicht vorwerfen, dass er mit der Begrifflichkeit und mit der Thematik nichts anfangen kann. Ja. Weil der sollte in der Zeit an nichts damit anfangen können. Erst dachte man ja, ihr jüngerer Bruder könnte ein Stammzellenspender sein. Man hat dann aber herausgefunden, dass dem nicht so ist. Als dann klar war, wie dringend Sie diese Spende brauchen, haben Ihre Eltern auch eine Typisierungsaktion organisiert. 2.800 Leute sind gekommen, aber es war kein Spender dabei. Als Sie dann irgendwann verstanden haben, ich brauche jemanden anders, der mir helfen muss, jemanden Fremden, wenn man so will, und das ist gar nicht so einfach. Was ist dann passiert, als das eingesickert ist? Wir haben das, es ist ein bisschen gedreht. Wir haben relativ schnell gewusst, dass keiner meiner zwei Brüder in Frage kommt. Der eine, weil er zu jung war, aber gepasst hätte. Und der andere, weil er einfach nicht gepasst hat. Ja. Und dann war schon sehr schnell klar, das war dann Mitte April schon klar, dass wir einen Spender brauchen. Und in der Zeit haben sich meine Eltern einfach mit der Sache beschäftigt. Ich bin im Krankenhaus gelegen. Ich habe ein Handy gehabt und mäßig mich mit der ganzen Sache beschäftigt. Also Sie haben das noch von sich ferngehalten? Ich habe das sehr weit weg schon. Ich habe auch... Es hat geheißen, man wird eine Stammzellenspende brauchen, weil die Leukämie ist atypisch, man kann sie nicht mit Tabletten behandeln, wir brauchen einen Spender. Mhm. Valentin kommt nicht in Frage, Simon kommt nicht in Frage. Okay, gut, also braucht man einen Fremdspender. Ja, bekommt man dann schon irgendwie. Meine Eltern haben aber dann festgestellt, die Spender bekommt man nicht einfach so. Die gibt es nicht in Tablettenform in der Apotheke, sondern die leben alle irgendwo hier draußen und die müssen selber irgendwie auf die Idee kommen, dass sie sagen, sie registrieren sich irgendwo. Das ist ein Riesenglücksfall, wenn man sie überhaupt findet. Richtig, weil diese HLA-Merkmale in 14 Schichten tief im Genom zueinander passen müssen, damit das ganze System funktioniert. Sie hatten sich ja schon registrieren lassen. Irgendwann haben Sie dann erfahren, dass Sie in diesem Fall vielleicht als Spender in Frage kommen. Es wurden dann noch Blutuntersuchungen gemacht, um das noch mal zu überprüfen. Wussten Sie in der Zeit irgendwas, um wen es konkret geht? Ich habe das erst erfahren an dem Tag der eigentlichen Spende. Da durfte ich nachfragen, wem ich eigentlich letztendlich meine Stammzellen auch spende. Und ich habe letztendlich nur die Nachricht bekommen, dass es ein junger Mann aus Bayern ist mit dem Alter. Mehr ansonsten bleiben die Daten quasi auch über einen Zeitraum von 2 Jahren anonym. Als dann klar war, er kann's. Dann konnten Sie aber nicht gleich loslegen. Warum? Also, wir haben die Spendersuche Mitte April dann eingeleitet, nachdem das mit den Brüdern klar war. Und dann war eigentlich auch schon wieder sehr schnell
die Spendersuche mehr oder weniger abgeschlossen, weil man hat einen Treffer gehabt. Man hat sogar zwei Treffer gehabt. Und da haben wir die Typisierung noch gar nicht abgewickelt gehabt. Da haben wir den Spender schon gehabt. Und der Hammer ist ja dann, Sie wurden noch mal krank. Ich bin tatsächlich Doppelpatient gewesen dann. Ich habe im März eine atypische chronisch-myeloische Leukämie bekommen, ohne einen speziellen Genom, der die Tablettenform möglich gemacht hätte. Also war klar Stammzellenspende. Dann haben wir vorbereitet, mir ist es auch gut gegangen, bin mit Tabletten eingestanden, habe wieder raus können, habe beim Fußballspielen zuschauen können. Mein Leber war dreimal so groß wie normal, also war an Spielen nicht zu denken. Mhm. Und dann waren wir auf einem Geburtstag und auf einmal hat mir mein damaliger Freund angeschaut und gesagt, was hast du denn da am Hals? Und dann habe ich da am Hals so einen Tennisball gehabt, was letztlich einfach nur ein Lymphknoten war, der voll mit Krebszellen waren. Das aber nicht die Krebszellen aus der eigentlichen Leukämie waren. Das war eine zweite Leukämie, die sich einfach nebenher unabhängig von der ersten gebildet hat. Und wenn ich mir das vorstelle, Sie haben Leukämie, Sie finden jetzt einen Spender, es könnte losgehen und dann kriegen Sie noch eine Leukämie, wahrscheinlich auch dann wieder mit Chemotherapie und all dem, was dazugehört. Hat Sie das auch mal entmutigt? Nein. Wow. Also man muss da auch so ein bisschen einfach die Umgebung sehen, in der ich aufgewachsen bin oder auch mit meinen Eltern, mit meiner Familie, mit meinen Freunden. Wir waren immer eine ziemlich feste Gemeinschaft, wir sind eine feste Gemeinschaft. Bei uns hat immer einfach jeder jeden Käufer und ich habe in einem Fußballverein gespielt, wir waren jetzt nicht wirklich erfolgreich in der Jugend und auch bei den Senioren nicht wirklich. Also wir waren so ein bisschen das unten ein bisschen gewohnt und es war immer klar, wenn du nicht Vollgas gibst, dann gelangt es nicht. Aber du kommst mit, das funktioniert schon. Wenn man zusammenhält, wenn man arbeitet, dann funktioniert das alles. Und du kannst dich auf mich verlassen, ich kann mich auf die verlassen. Also wir haben eigentlich nie daran geglaubt, dass das nicht funktionieren könnte. Und ganz, ganz wichtig war in der Zeit auch, wir haben da, ich bin aus dem Krankenhaus rausgekommen, dann hat es geheißen, du brauchst einen ambulanten Onkologen, der dich einstellt, bis wir die Stammzellenspende machen können. Dann waren wir erst bei einem, haben dann einen anderen mit Zweitmeinung noch befragt und haben bei dem geblieben. Und der hat mit mir, war mit meinen Eltern drin, dann haben wir zu dritt gesprochen, dann haben meine Eltern raus und hat gesagt, er möchte mit mir nur mit einmal kurz reden. Und dann hat er zu mir gesagt, Herr Kammerlohr, Sie sind jung, Sie sind fit, Sie schaffen das. Und toll, dass es solche Ermutigungen gibt, ehrlich. Ja. Und mit dem Blick hat er mich letztlich gehabt, weil er mich einfach an das erinnert hat, was wir haben. Er hat gesagt, wir haben uns, wir haben unglaublich viel Kraft. Mhm. Und wenn wir es mit der nicht schaffen, dann hat es nicht gelangt. Aber mit der Kraft gehen wir nicht auf. Sie haben ja auch mitbekommen, es geht nicht gleich los, da ist eine Wartezeit. Irgendwann haben Sie dann aber das Signal bekommen, so jetzt ist es soweit. Was läuft denn dann ab? Wie läuft es eigentlich, so eine Stammzellenspende? Also für mich war es so, dass ich ein halbes Jahr auf Abruf bereitstand, bis der finale Anruf kam von der Stefan-Mohr-Stiftung, dass ich zu dem Tag X dann dorthin reise. Dann vor Ort wurde noch mal geprüft, ob meine Anzahl an Stammzellen in meinem Blutkreislauf wirklich an dem Tag zu Genüge da war. Und es ist ähnlich an der Dialyse, dass ich mich wirklich auf einen Stuhl gesetzt habe. Viele denken ja auch noch, dass es direkt aus dem Beckenkamm gezogen wird, aus dem Rückenmark. Das ist nicht der Fall, sondern es ist ähnlich an der Dialyse oder einer Blutplasmaspende, dass es aus dem einen Arm über den Blutkreislauf herausgezogen wird. Die Stammzellen werden raustransformiert und über den anderen Arm bekommt man das Restblut dann wieder. Der Prozess hat knapp 6 Stunden gedauert, sodass es in dem Fall anstrengend war, aber auf jeden Fall so, dass es machbar ist. Wie schmerzhaft auch? Also Sie können ruhig. Also es ist ähnlich einer Blutspende, dass man wirklich dort die Nadel gesetzt bekommt, aber auf beiden Armen. Und letztendlich war es so, dass man Erschöpfungssymptome hatte. Man fühlte sich K.O. nach den 6 Stunden. Also es ist schon ein kleiner Hammer, den Sie erstmal kriegen. Es ist ein etwas größerer Hammer, der danach dann noch kommt, weil man wirklich K.O. ist. Weil 2 bis 3 Mal wird das komplette Blut herausgefiltert und man bekommt es wieder. Aber nach 1, 2 Tagen ist es so, als ob nichts passiert wäre. Also erstmal toll, dass Sie das auf sich genommen haben, auch all die anderen, die das tun, einfach in dem Wunsch, anderen zu helfen. Also das erstmal Respekt dafür. Ja. Nochmal zu Ihnen. Die Spende war ja die einzige Möglichkeit für Sie, eigentlich zu überleben.
Wie groß war die Sorge? Sie waren ja optimistisch. Trotzdem, oder sagen wir, die Unsicherheit, dass es vielleicht nicht angenommen wird, dass es nicht funktioniert. Hatten Sie solche Gedanken trotzdem im Kopf? Nicht die Gedanken, dass diese Spende nicht funktionieren würde. Aber es war halt schon so, wir wollten Ende Mai transplantieren. Dann ist diese zweite Leukämie gekommen. Ja. Dann hat es geheißen, wir fahren jetzt einen Chemoblock, damit die runterkommt. Und dann transplantieren wir. Also September, grob. Weil es sind drei Zyklen, dauert 6, 8, 9 Wochen, keine Ahnung. Dann war das weg. Dann hat man ein Kontroll-MRT gemacht. Dann war alles wieder da. Also Stammzellenspende wieder verschoben. Mittlerweile hat sich das dann auch gezeigt. Die Haare haben weniger geworden. Erste Entzündungen haben gekommen, man hat das erste Mal sich übergeben im Bett auf sich selber, die ersten Schockreaktionen auf Tabletten haben gekommen. Es war nicht mehr ganz so lustig. Und dann haben sich irgendwann der Dr. von Schilling und der Dr. Hausmann, mein ambulanter Onkologe und der Transplanteur, zusammengesetzt und gesagt, entweder wir machen es jetzt oder wir machen es gar nicht. Weil irgendwann sind beide Leukämien so groß, dass es einfach nicht mehr funktioniert. Und dann haben sie gesagt, 14.02., 11.02., 2014, Stichtag, du kriegst jetzt vorneweg richtige Watschen, auf Bayerisch gesagt, dass dein Immunsystem und deine beiden Leukämien einfach 6 Wochen lang nicht wissen, wo ihnen der Kopf hängt, und dann haben sie durch. Mhm. Das war der Plan. Der Plan war letztlich einfach Dampfhammer. Ja. Sie finden sehr plastische Worte. Der Gedanke war irgendwann schon da, wann machen wir das eigentlich? Seit einem Jahr immer davor, wann machen wir das überhaupt noch? Ja. Und es hat immer geheißen, ohne geht's nicht, aber wie lange wollen wir noch weitermachen? Und mir hat letztlich auch kein Arzt mehr sagen können, wie lange wir noch weitermachen, weil sich der von Schilling in Freising dazu nicht befugt gefühlt hat und der Hausmann immer abgewartet hat. Als Sie den Dampfhammer bekommen haben, irgendwann war die Spende da, ging es Ihnen danach genauso noch Dampfhammermäßig? Also ging es Ihnen immer noch schlecht oder ging es dann eher bergauf? Mir ist es davor in dem ganzen Jahr von Diagnose bis Spende wesentlich besser gegangen wie die 4 Monate danach. Also es war noch mal eine richtig schwere Zeit. Diese klassische Lokomotive, die einen überrollt, die ist mit der Spende gekommen. Mhm. Haben Sie da mitgefiebert? Haben Sie das mitgekriegt? Also wöchentlich habe ich meine Stiftung quasi kontaktiert, um nachzufragen, wie der aktuelle Stand ist von Vincent und den Stammzellen, ob die angenommen wurden, und so, dass ich halt jeden Tag die Daumen gedrückt habe. Sie wussten ja immer noch beide nicht, wer Sie sind. Irgendwann, als es Ihnen dann besser ging, haben Sie aber ja Kontakt aufgenommen. Ich glaube, Sie waren es. Ne? Warum wollten Sie ihn kennenlernen? Ich habe den Gedanken an ihn ehrlicherweise ganz lang irgendwo gehabt. Wahrscheinlich auch gar nicht drin. Ja. Ich habe im September Reha gefahren, 14. Ich habe 2015 noch mehr Reha gefahren, damit ich irgendwie wieder gehen kann, wieder schreiben kann. Ich hab fast 30 Kilo abgenommen in den 4 Monaten nach der Stammzellenspende. Ich bin im Rollstuhl rausgekommen, ich habe Krücken dabei gehabt. Also da waren erst einmal Grundversorgung wieder irgendwie herstellen. Und irgendwann habe ich im Internet aber von irgendeiner Stammzellenstiftung gesehen, dass irgendwer hat da anonyme Briefe geschrieben. Und das hat man dann Corona nicht lassen. Und dann habe ich bei der Stiftung angerufen, mit der wir unsere Typisierung durchgemacht haben. Super nette Leute und immer als Ansprechpartner da waren, wenn Fragen da waren. Und habe die gefragt, was ist denn da los? Ja. Ihr habt doch damals gesagt, es gibt 2 Jahre Sperre. Ich sagte, ja, das stimmt schon auch irgendwie. Aber irgendwie halt auch nicht. Weil, klar. Also hat es dann an Ihrem Beispiel gesagt, sagt er, also wenn wir einen Spender haben, der Spender oder der Patient, der kann uns einen Brief schreiben. Und kann uns sagen, leitet den Brief doch bitte an meinen Spender, an meinen Patienten weiter. Und dann haben Sie ihm geschrieben. Er hat mich adressiert, lieber Mr. X. Ah. Das war quasi die Einleitung. Und es war für mich sehr, sehr besonders, erstmal einen Brief durchzulesen, der anonym ist, sodass man da auf gar keinen Fall irgendwas zuordnen kann. Ja. Aber es war die erste Kontaktaufnahme. Und für mich war es da sehr, sehr emotional, auch da zu antworten und genau zu überlegen, was kann ich schreiben, was darf ich schreiben.
Und da war ich auf jeden Fall so angefixt, dass ich sage, das war für mich so ein ausschlaggebender Grund, dass ich auf jeden Fall den Kontakt auch zu ihm suchen werde. Und wie war es dann beim Telefonieren? Wie haben Sie das erlebt? Die Stimme war anders als das geschriebene Wort. Ich musste mich an den bayerischen Akzent auch erstmal gewöhnen. Ja. Aber wir haben relativ schnell gemerkt, dass wir vom Humor, von der Art und Weise, wie wir reden, sehr ähnlich sind vom Charakter her. Dass es auf jeden Fall passt. Jetzt mal ehrlich, Sie haben, ich meine, so kann man es sagen, er hat Ihnen das Leben gerettet, oder? Ja. Was hat das mit Ihnen gemacht? Also kennen Sie den Mann mit dem roten Cape? Er ist es. Ja. Ja, oder meinetwegen den mit der eisernen Rüstung oder der mit den Fledermausdingern. Also so in dem Stil muss man sich jetzt vorstellen mittlerweile. Also meine Freundin würde, glaube ich, meckern, wenn ich jeden Tag mit einem Superman-Kostüm durch die Wohnung hüpfen würde. Natürlich ist man stolz und in dem Moment habe ich gemerkt, wie wichtig dieses Thema ist und wie wenig Aufwand man quasi so viel erreichen kann, dass man einem Menschen das Leben retten kann und er jetzt auch Teil meines Lebens ist. Und das ist das, was mich jeden Tag antreibt. Also auch Leute da zu sensibilisieren, dass sie sich typisieren lassen, dass sie sich auch damit auseinandersetzen. Und dass es halt wirklich einfach ist, Stammzellenspender zu werden. Wie aufgeregt waren Sie dann vor Ihrem ersten Treffen? Aufgeregter als vor meinem ersten Date. Das schon. Ein wenig kannte ich ihn ja schon vom Telefon her, aber das ist unvergleichbar, wenn als Vincent dann vor mir stand und dieser Moment dann da war, dass wir uns das erste Mal gesehen haben. Und es war auch, ich meine, Sie haben ja gesagt, wie er Sie gedrückt hat und so. War das denn auch andererseits so unverkrampft oder wie haben wir uns das vorzustellen? Oder war das schon eine Anspannung zwischen Ihnen? Ja, eine gewisse Anspannung war da, aber je länger wir dann auch Zeit zusammen verbracht haben, desto lockerer wurde es dann auch. Wenn man sich so vorstellt, da gibt es ja auch viel Dankbarkeit dem gegenüber, der mir das Leben rettet. Kann sowas auch dazu führen, dass es so ein bisschen verkrampft in so eine Beziehung rein? Ja, absolut. Ich denke, die beiden haben unheimlich Glück gehabt miteinander. Weil zwar ist man ein genetischer Zwilling, sagt man so, ne? Also wenn sowas passiert und wenn es klappt. Aber die Dankbarkeit, ich weiß nicht, kann auch erdrücken. Also wenn's zu hierarchisch wird. Der eine ist dankbar und der andere weiß gar nicht, was er mit der ganzen Dankbarkeit soll. Also wenn es nicht auf Augenhöhe irgendwie ist, dann ja, ist die Dankbarkeit eine Last. Aber deswegen ist es gut, wenn das irgendwie wirklich brüderlich, er sagt, Blutsbrüder, habe ich gleich an Winnetou denken müssen und so. Also die sind ja gleichrangig, die sind ja unterwegs und sind irgendwie gegenseitig dankbar vielleicht auch. Ne? Mhm. Weiß nicht, wie es bei euch ist. Aber Dankbarkeit alleine würde so eine Beziehung nicht tragen, glaube ich, oder? Weiß nicht, wie siehst du es? Also wir haben uns ja auf einem Spender-Empfänger-Treffen, das von seiner Stiftung organisiert worden ist, getroffen. Und wir haben dann natürlich auch andere Paare gesehen, ein bisschen mit einer geratscht. Und die Tatsache, dass sich jetzt Spender und Empfänger plus minus 3 Jahre im gleichen Alter befinden, das gleiche Geschlecht haben, die gleichen Hobbys haben, Sport, Sport und Sport. Mhm. Und dann nur Sport. Viel Sport. Den gleichen unglaublich schlechten Humor haben wir nicht gesehen. Okay. Also man hat eine Patientin aus Kanada gehabt, die war Model und hat einen 55-jährigen Spender gehabt. Die haben sich gut verstanden, die waren sich auch dankbar, aber die haben auseinandergegangen und also so eine, ist halt schwierig dann. So eine Wellenlänge, richtig, auf der zu sein, das hat man wahrscheinlich einmal in einer Million. Und ich meine, Sie haben sich getroffen, das war ja auch schon so eine einmal in einer Million Gelegenheit. Wie geht's Ihnen denn heute? Ihm? Zeitler? Nee, ja, mir. Guck ich Sie an, genau. Gut. Gut? Gut. Geht alles so wie vorher oder geht manches es nicht ist, ganz so? Es ist anders. Es ist weder besser noch schlechter wie vorher, weil es war vorher ein super schönes Leben und es ist heute wieder ein super schönes Leben. Ich habe vorher sehr aktiv Fußball gespielt, jetzt tue ich aktiv Radl fahren, weil ich habe einen Gelenkschaden, es geht nicht mehr so. Ich habe mir 2012 neue Ski gekauft, da war der Trend, man fährt abseits, man fährt Offroad, das geht nicht mehr. Ich habe meine Ski jetzt wieder gegen Abfahrtski eingetauscht, ich fahre halt jetzt auf der Piste. Aber Fakt ist halt, ich fahre Ski, ich fahre sehr aktiv Ski und aus meiner Sicht sehr gut Ski.
ich gehe sehr viel wandern und wir gehen sehr viel Radl fahren. Also, und Aloha Desk sagt halt einfach, ich kann 40 Stunden in der Woche arbeiten, einen völlig normalen Beruf, nicht mehr als Zimmerer, aber es gibt viele Leute, die nicht bis sie 40 haben, im Handwerk arbeiten. Und wenn ich bei meinen Fußballerfreunden schaue, wie viel Leute es auch mit 21 oder 22 vorbei ist, weil es das dritte Mal das Kreuzbandel gerissen ist, es trifft viele andere im gleichen Alter, dass so Sachen einfach vorbei haben. Also ich finde es toll, was Sie ausstrahlen. Das will ich erst mal loswerden. Danke. Ja. Und ist es richtig, dass Sie auch geheiratet haben? Ja. Ja, wie lange ist das her? Sie sind doch der Mann der Zahl. Ja, 22.10., also 22. Knapp im Monat. Ah, knapp. Dann können wir noch gratulieren, oder? Ja. Da können wir doch gratulieren. Waren Sie da? Ja, ich war da und ich durfte sogar bezeugen, wie er das Jawort gegeben hat als Trauzeuge. Ja. Oh. Also, ich glaube, da muss man gar nichts weiter sagen. Wir wünschen Ihnen einfach den beiden mit dem schlechten Humor, mit dem Hobby als Sport, den beiden Blutsbrüdern einfach weiterhin eine tolle Zeit. Schön, dass Sie da sind. Bleiben wir bei Menschen, die sich sehr nahe stehen. Sie sind eineiige Zwillinge. In Berlin sind Sie Kult, aber egal, wo man Sie zusammen sieht, würde ich sagen, Sie fallen auf. Herzlich willkommen nochmal, Ulrich und Rolf Guttmann. Herzlich willkommen im Nachtcafé. Wir haben ja gerade gesehen, wie viel die beiden einander bedeuten. Nun sind Sie eineiige Zwillinge. Was würden Sie sagen, was bedeuten Sie einander? Rolf. Viel. Viel. Alles. Alles. Alles ist viel. Sie leben auch gemeinsam in Berlin, ne? Ja. Wie viel Zeit verbringen Sie da miteinander? Ja, die ganze Zeit. Die ganze Zeit. Die größte Zeit, ja. Ja. Und das die heißt, meiste Zeit. Die meiste Zeit. Und Sie gehen sich selten auf den Wecker? Jein. Jein. Ich würde sagen oft. Ja, oft sogar. Ja, da sind Sie schon mal uneins. Er sagt nein. Nein, nein, aber oft. Oft. Es gibt mal lebhafte Diskussionen, aber ja. Also wir sind nicht schlimme. Wir sind gespannt, Sie weiter kennenzulernen, aber vorab möchte ich schon mal sagen, Sie verbindet auch eine teilweise dramatische Geschwistergeschichte, muss man sagen. Sie waren 16 Jahre voneinander getrennt. Das ist, wenn man so will, auch ein Teil deutscher Zeitgeschichte, ja. Denn die Mauer stand kann zwischen so ihnen. Sagen, ja. Um das zu kapieren, Sie sind ja im Westen geboren, ich glaube im Rheinland. Wie sind Sie denn damit geboren? Genau, in Bonn. Wie sind Sie denn dann in die DDR gekommen mit Ihren Eltern? Ja, es war damals ein Politikum. Ja. Meine Mutter war ein bisschen rechts und mein Vater war ein bisschen links. Und der war damals in Buchenwald in KZ und ist dann nach der DDR rüber. Und Sie sind mit ihm rüber? Ja. Und zwangsläufig. Es ist ja auch so, dass Sie mit der politischen Situation oder insgesamt mit dem Leben in der DDR zumindest nach außen auch unterschiedlich umgegangen sind. Ja. Sie haben offen rebelliert, Sie konnten mit der Situation dort nicht leben. Nee. Sie haben sich, wenn man so will, auch allem verweigert, wollten auch einen Ausreiseantrag stellen, haben den Ausreiseantrag gestellt, sind dann aber stattdessen noch im Gefängnis gelandet, als Sie das mitbekommen haben. Dass er im Gefängnis ist, wie war das? Das habe ich mitbekommen, ja. Wie war das dann für Sie? Ich konnte ihn ja auch einmal besuchen. Ja. Es war natürlich dramatisch, ne? Ganz klar. Sie waren in Einzelhaft. Erzählen Sie mal, was müssen wir uns darunter vorstellen? Katastrophe. Ja, vielleicht noch mit mehr Worten beschrieben? Naja, man war 21 Tage unter der Erde da vergraben, kann man sagen. Und dann 2 Tage raus und dann wieder rein. Was heißt unter der Erde vergraben? Ja, es war so ein Einzelhaft. Ja, Einzelhaft. Im Keller. War das. Ja, und was passierte dann in dieser Einzelhaft? Sie haben zum Beispiel Glasscherben so eingearbeitet am Fußboden und an der Wand, dass sie nicht liegen können am Tag. Und da wird die Brücke hochgeschlossen, dass sie sich nicht hinlegen können. Und dann abends 21 Uhr wurde die Brötchen runter und dann konnte man schlafen.
Also es ist, wenn man so will, auch eine Foltermethode das gewesen. Kann man wirklich so sagen. Haben Sie das geahnt draußen als Bruder, was da passiert mit ihm? Nee. Haben Sie denn, als Sie haben gesagt, Sie konnten ihn einmal besuchen. Wie offen konnten Sie da reden? Gar nicht. Nee, das war schwierig. Schwierig. Sie haben sich aber ich habe es geahnt dann. Wir haben uns ja Augenkontakt und so, da wusste ich ja, was los war. Was ist in Ihnen vorgegangen? Erzählen Sie mal, wie verzweifelt waren Sie? Das kann man ganz schwer erklären. Ja. Das muss man erleben. Ich darf gar nicht dran denken. Hatten Sie, weil das dann wieder hochkommt, wenn Sie dran denken? Unbedingt. Man merkt, wie tief das bei Ihnen auch noch ist, nach all den Jahren. Sie haben sich ja dann von außen bemüht, ihm zu helfen. Ja. Sie sind auf den bekannten DDR-Rechtsanwalt Richtig. Wolfgang Vogel zugegangen, auch um eine Ausreise zu bewirken. Ja. Auch auf die Gefahr, dass Sie dann getrennt werden, muss man sagen. Ne? Das war seine Entscheidung. Die habe ich akzeptiert, weil so konnte es ja nicht gut gehen. Nach einem halben Jahr war es dann auch soweit, das hat Ihnen gereicht. Konnten Sie sich denn noch voneinander verabschieden irgendwie? Nein. Ich musste innerhalb von 24 Stunden die DDR verlassen und hatte gar nichts. Was hatten Sie mitgenommen in den Westen? Eine kaputte Gabel und eine schmutzige Unterhose, kann man so sagen. Mhm. Sie waren dann 16 Jahre getrennt. 16. Dazwischen war die Mauer. Wie oft haben Sie sich gesehen? Auch schon öfters. Ja, eigentlich zu wenig. Mhm. Wo haben Sie sich dann getroffen? Friedrichstraße, der Übergang, Grenzübergang. Ich habe oben im Café dann gesessen und habe gesehen, wie er dann da rausmarschiert ist. Und haben sich gefreut schon? Ja, es war immer ein Fest, klar. Ja? Immer. Sie waren in Leverkusen, haben Sie, glaube ich? Ich habe in Leverkusen gearbeitet. Bei Bayern? Ne, Chemiker. Ja, Chemiker. Was haben Sie? Ich habe mich mit 18 Jahren selbstständig gemacht aus Berlin. Ja. Und war damit schon sehr zufrieden. Also Sie haben den Kontakt gehalten in all diesen Jahren. Ja. Und dann geht doch tatsächlich die Mauer auf. Wie war dann die erste Begegnung danach zwischen Ich habe es gar nicht gewusst. Ich war arbeiten. Sie haben gar nichts mitgekriegt? Ich dachte, die wollen mich verarschen. Ich habe das gar nicht geglaubt. Ja. Und war dann klar, nach diesen 16 Jahren, ab jetzt werden Sie sich nicht mehr trennen? Oder war das erstmal so? Das war eigentlich klar. Ja? Ja. Wie lief denn dann? Das hat sich ja auch ergeben. Wie lief das dann? Sind Sie zusammengezogen? Nicht gleich, ne? Ich denke doch, oder? Ja? Naja, gut, okay. Ja, wir haben dann zusammen Geschäft gemacht und es war eine tolle Zeit. Ja, wann ist es eigentlich losgegangen mit diesen, sagen wir mal, ausgefallenen Klamotten? Da bin ich eigentlich schuld. Ah ja. Ne, weil ich immer schon verrückt war. Schon in der Jugend immer. Also ich muss sagen, wo ich in Köln gewohnt habe und da in Bayern gearbeitet habe, ich kannte nur die Trainingshose und keinen Anzug, gar nichts. Ich war eigentlich T-Shirt, gar nichts. Und da war ich das Gegenteil eigentlich. Und da hat er mich erzogen. Und dann haben Sie gesagt... Angezogen auch. Ja, angezogen. Und dann haben Sie gesagt sozusagen, okay, das ziehen wir jetzt beide an? Naja, am Anfang war das so, da bin ich shoppen gegangen, habe mir irre Sachen und er saß daneben und wusste gar nicht, was dazu sagen sollte. Ja. Und das war schon ein Streitpunkt, wo er sagt, so kann es nicht weitergehen. Ja. Dann habe ich gedacht, okay, ab sofort, wenn wir shoppen gehen, gleiche Klamotten, gibt es keinen Ärger. So, weißt du, und es wurde ja auch so. Zeit. Ne? Ja. Und wer sucht die dann aus? Auch immer, macht er. Auch immer er. Und ich shoppe nicht sogar, ich gehe dann Kaffee trinken. Ah, aber Sie gehen schon mit dann, um anzuprobieren? Ja, das ist schon aus Sympathie. Ja? Haben Sie denn immer einen ähnlichen Geschmack? Oder? Ja, eigentlich schon. Sie haben ja auch mehrere Cafés aufgemacht und irgendwann dann auch einen Waschsalon, der Richtig. Sowas wie ein Selbstläufer war. Sie haben ihn ja dabei auch immer unterstützt. Wer war da so Ihre Kundschaft? Alle, also man kannte alle Schichten. Mhm. Ja, also was uns eben noch eine Änderung, der Riester, kennen Sie den? Ja, ja, Riester-Rente meinen Sie. Riester-Rente, Mensch, da. Ja. Mhm. Der hatte sich im Adlon niedergelassen, ihm war dann die Reinigung zu teuer oder was und hat uns dann als Waschsalon gefunden im Internet und kam tatsächlich bei uns waschen.
Ja. Und da haben wir uns immer in eine Ecke gesetzt, da Kaffee und einen Pflaumenkuchen. Das war seine Spezialität. Und da haben wir politisiert, da haben wir geredet und so weiter. Da wollte er mir beibringen, Entschuldigung, dass die Riester doch eine gute Sache war, dass das falsch verstanden wird von den Leuten. Und hat das Ihnen gut erklärt? Naja, ich habe trotzdem keine, also ich habe da Abstand von genommen. Verstehe. So gut war es sich schon nicht erklärt. Aber Sie haben den Laden mehr oder weniger unterhalten dort zusammen. Ja. Ja. Wie ist es denn von Ihnen, wenn man jetzt, wir reden ja über, was bin ich ohne dich? Wie organisieren Sie das zu Hause? Wer wäscht, wer, haben Sie da eine Rollenverteilung? Ich muss sagen, ich habe eine Wohnung am Rotenthaler Platz noch, aber ich bin gerne bei ihm, weil ich nicht gerne putze. Ich mache nicht gerne sauber. Pragmatische Entscheidung. Genau, ja. Und da bin ich gerne bei ihm. Aber ich kann gut kochen, wir tun uns das. Das kann ich schon dann. Also kochen ist für mich. Putzen ist furchtbar. Wie gesagt, bei Eierkochen habe ich schon mein Problem. Gibt es denn in Ihrem Leben, Sie leben zusammen, Sie verbringen sehr viel Zeit zusammen, gibt es denn da überhaupt noch Platz für einen dritten Menschen? Ja, doch. Ja, schön, ist ein bisschen zweifelhaft. Ja, doch. Aber er kommt an erster Stelle. Dann kommt gar nichts, dann kommt mein Hund und dann kommt der Dritte oder die Dritte. Und wie sieht es aus? Das ist bei mir ein bisschen anders. Ja? Er ist an erster Stelle, aber der Hund, also da, das ist nicht mehr. Ja, aber wie sieht es aus mit einer Partnerschaft zum Beispiel? Wir haben ja heute und reden auch gleich noch weiter über Partnerschaften. Hätte die da Platz? Ja, die hätte doch Platz. Doch, ja? Doch. Wie schwer ist das oft für Menschen, die in so eine enge Beziehung reinkommen? Sie sind auch ein bisschen unentschieden, Frau Nuber? Also ja? Ich kenne einige Fälle, wo es Partner oder Partnerinnen gibt, aber die sagen übereinstimmend, also ich bin nicht an erster Stelle. Also gut, der Dritte hat das Problem. Der Zwillingsbruder dann, und die Zwillingsschwester, die sind an erster Stelle. Ja. Aber Ehemann, Ehefrau, je nachdem, welcher Partner, kommt dann vielleicht erst. Naja, das kommt drauf an. Was dran. Ist was dran, also, oder? Meine Frau ist schon toll. Ja, kann man schon sagen. Kommt ein Aber, ne? Na ja, aber nee, kommt an zweiter Stelle. Sie muss schon ganz schön verzichten. Komm. Sie muss verzichten. Ja. Nee, du musst auch manchmal verzichten. Also so fällt mir auch gar nicht so manchmal so richtig schwer. Da bin ich ganz froh, dass du mal meine Ruhe. Das ist ganz gut so. Wie viel Freiräume nehmen Sie sich auch? Also sind Sie auch mal eine Stunde am Tag mal irgendwo weg? Unbedingt. Also ich persönlich, das braucht er vielleicht nicht, aber ich persönlich brauche in der Woche immer ein, zwei Tage, wo ich sage, komm, es ist mein Tag und ja, also brauche ich schon. Na, ich habe Glück, dass er Samstag sauber macht und dann gehe ich mal einen Tag weg. Und dann komme ich zurück, ist alles schön wieder sauber, schon, toll. Er hat schon recht, wenn der Mann nicht da ist, nutze ich das natürlich aus und mach mal richtig Bambule in der Wohnung. So, das mache ich. Wir fragen uns ja heute, was bin ich ohne dich? Sie haben am Anfang gesagt, er ist für mich alles sozusagen. Ja. Was heißt das? Was wären Sie ohne ihn? Nichts. Nichts. Ja. Einfach nichts. Ich könnte mir gar nicht vorstellen, wenn er mal nicht wäre. Hm. Ich weiß gar nicht, wie die darüber darf man gar nicht nachdenken. Ich kann da nicht einfach genießen. Wie ich da reagieren soll, ich weiß es nicht. Kann ich nicht sagen. Sie sind so toll zusammen. Ich würde sagen, wir gehen da auch einfach gar nicht davon aus. Ne? Sie genießen einfach die nächsten Jahrzehnte noch miteinander. Und für uns war es einfach schön, Sie kennenzulernen. Vielen Dank. Für uns auch. So, von dieser doch sehr engen Beziehung, wie wir ja erfahren hat, jetzt noch mal zu Ihnen. 36 Jahre verheiratet. Aber Sie waren ja auch immer mal wieder rein räumlich in Distanz voneinander. Ja? Wie wichtig ist Ihnen heute die gemeinsam verbrachte Zeit? Wie kostbar ist die auch? Kostbare Zeit. Ja? Kann man das so ganz kurz sagen? Denn das andere haben wir beinahe häufiger erlebt als das Zusammensein. Ja. Viel also, auseinander, viel getrennt. Ich war sehr viel allein mit den Kindern. Also von dem Moment, als du dann Filme gemacht hast, beim Fernsehen warst, da war ich sehr viel alleine. Aber irgendwie war er doch immer da. Das fanden die Kinder übrigens auch, haben sie mal gesagt. Der Daddy, der war ja zwar immer viel weg, aber irgendwie war er auch da. Und das hat mich auch getröstet, dass sie diese Trennung nicht so schmerzhaft empfunden haben. Und für mich,
Ja, das war mir auch immer wichtig. Und wir hatten ja etwas, wir hatten ja gar keine richtige Vorlaufzeit. Wir haben uns kennengelernt, dann ist sie schwanger geworden, dann haben wir geheiratet, waren drei Kinder da. Also wir machen heute schnell. Noch. Ja, Sie können schneller machen, aber da müssen Sie sich wirklich anstrengen. Und wir machen es heute noch so, wenn wir mal frei haben, sagen wir, machen wir wieder ein bisschen Hochzeitsreise, mal vier Tage oder eine Woche oder so. Insofern geht das immer weiter. Aber wenn Sie das so beschreiben, dann lassen Sie uns da doch mal tiefer einsteigen. Wie haben Sie sich denn kennengelernt? Ich war als Stipendiat in Salem. Meine Mutter hat dann viele Jahre später dort ebenfalls gearbeitet. Ja. Sie auch viele Jahre später, nachdem ich weg war. Es gab eine schulische Veranstaltung, eine Lehrerfortbildung in einem anderen Internat, wo meine Mutter hin wollte. Mhm. Ich war damals in Mannheim. Und sie hat gesagt, komm doch mit, dein ehemaliger Internatsleiter wird 60 oder 65 oder was. Mhm. Und man soll doch als ehemaliger Schulsprecher Geschichten erzählen. Ich dachte, nee, Mami, also nee. Doch, komm mit. Dann habe ich gesagt, gut, dann fahre ich dich hin, dann komme ich halt mit, in Gottes Namen. Und dann stand ich also hinter der Bühne, keiner wusste, dass ich da bin, dann geht der Vorhang auf, man tritt auf, oh, Applaus, Applaus. Und ich gucke in die Lehrerschaft und denke, wer ist das denn? Und denke, nee, ich muss jetzt hier erstmal Geschichten erzählen. Aber Sie haben sie wahrgenommen? Sofort. Und umgekehrt? Komischerweise. Ja. Mein Gott, ich meine, ich war ja eine von vielen mit meinen Kolleginnen und Kollegen aus Salem. Ja. Und ich saß da eben im Publikum und da unten war diese kleine Runde von Menschen, die da Anekdoten aus der Zeit dieses ehemaligen Internatsleiters erzählt haben. Und sofort, ich habe eine Kollegin vor mir gefragt, wer ist das denn da? Und die sagt, es ist der Sohn von der Margret Sittler. Weil Margret Sittler war eben noch meine Kollegin, seine Mutter. Ja. So, und dann habe ich die Augen verdreht, weil ich gedacht habe, ja, was war das denn eigentlich? Ja, ich weiß auch nicht genau, was du anhattest. So ein Hemd mit so einem Stehkragen, so ganz lässig. Das hatten damals die Homosexuellen in New York an. Das habe ich gekauft. Das war ein sehr schönes geschreiftes. Ja. Und die Stimme, die Art, wie du erzählt hast, überhaupt nicht aufgeregt, aber trotzdem hat man dir gelauscht. Und deine Stimme, deine warme, also es war mich geschehen. Er hat sie in der Tiefe berührt, kann man schon absolut, so sagen. Ja, wirklich. Ja, und danach gab es dann einen Kaffee zusammensitzen, weil ich musste dann noch wieder weg. Ja. Und ich saß an dem einen Tisch, ich saß drei Tische weiter. Wir haben dann schon geblinzelt, wie wir das immer geguckt. Ja, und nicht nur das, sondern du saßt nicht nur an irgendeinem Tisch, sondern du saßt mit einer äußerst attraktiven Kollegin am Tisch und dachte ich, okay, das war's. die Tochter unseres Betriebsdirektors war in meinem am Theater. Ja. Und dann mussten wir gehen und dann ging sie zu meiner Mutter und habe ich erfahren, habe ich nicht mitbekommen, du stellst mir deinen Sohn vor, bevor du gehst. Ja. Das hat sie dann gemacht und wir haben geredet und da war noch ein Kollege dabei, den ich kannte, der auch zwar nicht mein Lehrer war und dann habe ich gesagt, ja, ich spiele gerade das, würdet ihr denn da hinkommen wollen, zwei Personenstück? Ja, wir kommen. Und dann bin ich losgefahren. Und waren Sie sich sicher, dass Sie sich, ich meine, heute kann man leichter Kontakte wiederherstellen. Waren Sie sich sicher, dass Sie sich wiederfinden? Ich war sicher, Sie kommen sowieso nicht. Das sagen ja alle. Ja. Ich komme zu deiner Vorstellung, dann kommen Sie nicht. Ja. Ja, aber wir waren ja verabredet. Ich habe gesagt, ich komme mir das Stück anschauen mit der Hedi Kriegskotte, mit deiner Kollegin. Nach so fünf Tagen habe ich versucht, die Serie zu finden. Ja. Ich wusste ja nicht mal, wie sie heißt so richtig. Ja. Ich habe sie natürlich nicht gefunden, weil gerade keine Handys, nichts. Gab's noch nicht, nee. Und dann dachte ich, na gut, dann ist es halt. Und dann sind sie erschienen. Wow. Und seither. Ja, und jetzt und seither. Also Sie sind erschienen, da wollen wir jetzt nicht Stopp machen. Und dann? Und dann war es um Sie. Also ich kann Ihnen sagen, also dann war eine Vorstellung und dann sah ich ihn zum ersten Mal als Schauspieler in einem Zwei-Personen-Stück, das hieß Wälder. Mhm. Ja. Und ich saß David Mamet, ein sehr schönes Stück. Schaute mir das an. Und das war auch so ein Stück, wo da ging es auch zur Sache mit deiner Partnerin, aber halt auf der Bühne. Auf der Bühne, ja. Und da dachte ich, puh, okay. Und dann waren wir bei einem Italiener danach noch tatsächlich. Weil so ein kleiner, viereckiger Tisch. So ein kleiner Tisch. Und der fing an, mit mir zu fuseln. Ne? Zu fuseln. Und ich habe zurückgefuselt. Und man weiß ja nicht, es kann ja sein, jemand zieht seinen Fuß zurück, dann wäre es auch klar gewesen. Aber dann Gott sei Dank, habe ich reagiert oder du? Du hast angefangen. Ich weiß nicht, wer angefangen hat. Jedenfalls haben wir angefangen. Und oben also Sie beide und haben gefuselt. Eindeutig. Und ich kannte sie ja eigentlich gar nicht. Ja, aber irgendwie doch, weil wir kommen ja beide aus großen Familien, irgendwas war da, ja. Mhm. Und übers Fuseln haben Sie sich ja dann näher kennengelernt. Also, ja. Und die Füße kennen wir sehr gut. Ich war in diese Schuhgröße 50 sofort verliebt. Ja, gut Fuseln. Und wie lange hat es dann gedauert, bis Sie ein Paar wurden?
Na, wir waren dann, also... Also mit dem Fuseln waren Sie eigentlich schon ein paar. Gut, also es gibt natürlich also das auch ist jetzt Spaß. Intim, das behalten wir jetzt für uns. Es ging jedenfalls sehr schnell, sonst wäre sie nicht so schnell schwanger geworden. Das war Ende Oktober, Anfang November, haben wir uns kennengelernt. Und einen Tag vor meinem 30. Geburtstag, das ist der 9. Januar, verrate ich jetzt, habe ich erfahren, dass ich schwanger bin. Ach ja, das geht also, relativ. Da waren Sie entschlossen. Da sind Sie entschlossen. Jetzt stelle ich mir das vor. Das war ja ein guter Monat, anderthalb Monate oder was? Ich habe jetzt den ersten. Ja, Sie muss schwanger geworden sein, irgendwann Mitte Dezember letztlich. Und erfahren hat sie es dann am 9. Januar. Ja, also, und wie war das dann für Sie beide, als Sie das dann erfahren haben? War gleich so ein Jahr oder? Ja. War, weil Sie kannten sich ja noch nicht lange. Sofort. Ich habe sofort meine Geschwister auf der ganzen Welt angerufen und gesagt, ich werde Vater, wunderbar, die Sigrid. Hatte sie ja nicht wirklich. Ja? Wir hatten uns vielleicht. Wir hatten einfach das Glück. Also, wir waren sehr verliebt. Ja. Und diese Tatsache, diese Nachricht, schwanger, ich war glücklich. Ich auch. Ich war glücklich, Punkt. Ich kann nichts anderes dazu sagen. Dann glücklich. Glücklich. Kann man mal so stehen lassen. Jetzt würden von außen viele sagen, na ja, also es gibt ja dann immer auch so die Leute, die sagen, na ja, aber sie hatten ja kaum Zeit, sich kennenzulernen und man muss sich doch als Paar erstmal zelebrieren und sollte reisen gehen und so ein bisschen unbeschwerte Zeit erleben, bevor man Eltern wird. Haben Sie das jemals vermisst? Also das mit dem sich zelebrieren müssen, das habe ich ohnehin nicht. Mhm. Das liegt mir nicht so. Sie hat mir einfach so gut gefallen auch. Ja? Und es da war warm, man nicht die Augen waren offen, man konnte reingucken, sie viel Sonne und ich finde sie sehr schön. Und sie ist irgendwie das Richtige, ist die Richtige für mich. Doch also, herrlich, ich kann über die Liebe reden. Zeigt das. Natürlich muss man sich nahe bleiben. Das muss man schon. Es ist nicht so, dass man verliebt ist und dann ist es für immer alle Zeit. Nein, man muss schon was tun, dass man nahe bleibt. Dass man dem anderen nahe bleibt und weiß, wie es ihm geht oder ihr geht. Und ich mochte, was sie macht. So weit mitgemacht, wie ich konnte bei ihren Aufführungen. Und jetzt haben wir seit 10 Jahren ein Riesenprojekt im Gang, was wir zusammen machen, neben meinem eigenen Beruf noch. Und ich mag es. Es ist nicht immer einfach, zugegeben. Mhm. Weil ich bin zwar Dokumentarfilmproduzent, aber ich gebe immer zu viel Geld aus. Das ist ein bisschen blöd. Aber es funktioniert. Zeigt es, dass die Liebe sich ihre Wege sucht? Bei manchen schneller, bei manchen langsamer? Manche erkennen sich. Also ich glaube, man sieht irgendwas in dem anderen, was einem vertraut ist, was einem sehr irgendwie gar nicht fremd vorkommt. Also ob sie sich schon mal gekannt hätten. Dieses Gefühl gibt es schon. Ja. Aber Sie haben jetzt gerade was sehr Wichtiges gesagt. Das hätte sich verflüchtigen können. Ja. Also weil Sie haben ja was... Ja, sie haben aneinander, miteinander und aneinander was weiterentwickelt. Mhm. Also man sagt ja, wir verlieben uns, wenn wir jemanden kennenlernen, von dem wir hoffen, dass wir uns mit ihm entwickeln können. Mhm. Wenn wir dann enttäuscht werden und merken, das geht ja gar nicht, der macht ja gar nicht mit oder die macht nicht mit. Aber das haben Sie jetzt gerade gut beschrieben. Genau, das hat stattgefunden. Das ist mein ganz klares Gefühl. Mhm. Ja. So wie waren Sie, dass Sie gesagt haben, dass man sich verändert. Oder Sie haben sich verändert, nachdem Ihr Mann gestorben war. Mhm. Und ich denke auch, also ich bin natürlich die gleiche geblieben, aber doch habe ich mich verändert. Und das ist, habe ich dir zu verdanken. Denn miteinander. Mit dir, ja, miteinander. Mhm. Miteinander. Also, dass man sich auch bereichert und miteinander und sich wachsen lässt. Ja, einfach nochmal, also ich meine, auch seine Welt hat mich sehr interessiert. Mhm. Die Welt des Theaters, auch die Kunst hat mich sehr interessiert. Mhm. Ich war ja in meinem ersten Beruf Sportlehrerin. Das ist ja erstmal ist es wirklich was anderes. Aber ich habe auch zu dem Zeitpunkt schon Tanz unterrichtet und habe Stücke, Musical choreografiert in Salem, da mit meinen Schülerinnen und Schülern. Und da war einfach was mich auch sehr fasziniert hat. Ich denke, das ist auch Glück. Ich sage ganz oft, wir hatten einfach auch Glück, dass wir uns zu dem Zeitpunkt, auch nicht 10 Jahre früher, dass wir uns begegnet sind. Ich glaube, 10 Jahre früher weiß ich nicht, ob wir... Ich wahrscheinlich nicht. Ja, also ich glaube nicht. Aber ich hab eins noch... Jetzt habe ich es vergessen. Ich habe noch eins. Sie sind sich ja dann, als Sie sich näher gekommen sind, auch relativ schnell näher gekommen, das haben Sie beschrieben. Ja. Dann kamen die Kinder, dann waren Sie oft weg. Sie haben dann ja auch für die Kinder Ihren ersten Beruf erstmal aufgegeben. Hatten Sie denn den Eindruck,
dass Sie sich immer entfalten konnten? Weil ja, das ist ja ein großes Thema. Ja, das war eigentlich das Schöne war, dass ich war 11 Jahre im Schuldienst als Sport- und Gymnastiklehrerin und habe aber mit spät in meinem Leben bin ich dem Tanz begegnet und ich bin ihm verfallen eigentlich. Ja. Mhm. Und habe mich dann da schon sehr, sehr häufig in allen Vieren weitergebildet und hatte sehr tolle Lehrer. Mhm. Und als ich dann Walter begegnet bin, hatte noch damals mein Musical-Premiere erlebt. Zum Teil mitgewurschtelt so ein bisschen. Mitgewurschtelt, genau. Und da war ich schon innerlich, habe ich gespürt, das ist ein ganz toller Beruf, aber ich möchte noch woanders hin. Ja. Und habe mich dann über 20 Jahre mit Tanz beschäftigt und auseinandergesetzt. Und was eben, finde ich, nach wie vor super war, Walter war im Theater. Das sind sowieso auch so eigene Arbeitszeiten. Und ich habe Tanz unterrichtet. Wir hatten die Kinder zusammen. Die ersten Jahre war es ja noch im Theater. Da war es noch nicht so. Die ersten 9. Und ich konnte mich eben doch weiterentwickeln. Vielleicht nicht so schnell, wie wenn ich keine Kinder gehabt hätte. Aber diese Möglichkeit hatte ich. Das war mir auch wichtig, weil ich mochte, was sie macht. Ja. Ich wollte gerne, dass es auch stattfindet. Und eins, jetzt weiß ich es nämlich wieder. Ja. Ich bin der Jüngste von 8 Kindern. Mhm. Und wir haben sehr viel mehr ehemalige Partner, Ehepartner, als ich Geschwister habe. Mhm. Und ich wollte das nicht. Mhm. Das war mir egal. Ich möchte nicht heiraten und mich trennen und Kinder. Das finde ich alles blöd. Und deswegen war mir das so wichtig, dass wir zusammen sind. Dass auch beide wachsen, dass beide weiterkommen. Wo stehen wir da eigentlich in der Gesellschaft? Ist es so, egal wie die Konstellation ist, Mann, Frau, 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 Mann, Mann, dass wir heute so weit sind, dass wir auf Augenhöhe uns, wenn ein Kind da ist, anschauen und sagen, so, wie machen wir weiter? Oder ist es zum Beispiel in Mann-Frau-Beziehungen oft noch so, dass es doch von der Frau erwartet wird, zurückzustecken? Wo stehen wir da? Ja, leider ist es nicht immer so doll, wie Sie es jetzt gerade beschrieben haben. Also eher nicht. Also ich bin selber immer erschrocken, dass wir noch nicht weiter sind. Aber es bleibt dann doch immer wieder an den Frauen hängen. Und sie müssen Teilzeit und sie müssen oder sie wollen es vielleicht manchmal auch, aber es ist dann doch sehr ungleich noch. Aber ich würde gern noch was sagen, was Sie jetzt gerade gesagt haben, weil ich es so wichtig finde. Sie sind so fasziniert über das, was der andere tut. Das habe ich jetzt richtig gemerkt, wie Sie es erzählt haben. Und das sagt man ja, wenn die Verliebtheit weg ist. Also sie ist ja irgendwann leider weg. Ne? Also nicht völlig, aber sie macht Platz. Mhm. Sie muss Platz machen, etwas anderem. Muss weg sein, sonst wird man blind. Ja? Genau. Ja, aber es ist die Faszination. Also es sollte eigentlich das fasziniert bleiben und das interessiert bleiben an dem anderen. Dann geht's weiter. Also dann entwickeln sich Beziehungen. Und Sie haben auch gerade noch was Wichtiges gesagt. Man muss sich auch verändern dürfen. Und die Beziehung verändert sich auch mit einem selber. Ja. Und da stehen so viele Paare irgendwann so in der mittleren Zeit der Paarbeziehung. Ich sage immer, Beziehungen kommen auch in die Midlife-Crisis. Nur wir merken es immer nicht. Also, und dann wundern wir uns, was ist da eigentlich los? Und da, genau da kommt es darauf an, dass man sich entwickeln darf. Auch mal ein bisschen vielleicht auseinander, dann wieder zusammen. Aber man muss natürlich Veränderungen auch mögen. Und ja, klar. In meinem Beruf und in Ihrem Beruf ist Veränderung ständig. Und das ist das, womit wir leben. Und man weiß, die Welt bricht nicht zusammen, wenn wir uns verändern. Das ist nicht so arg. Das ist ein wichtiger Punkt. Und wenn man das und sich selber nicht ganz so wichtig nehmen. Also, das finde ich das Anstrengendste, dass so viele sich so wahnsinnig wichtig nehmen. Sie haben ja am Anfang so erwähnt, dass Sie froh sind, dass, obwohl Sie ja oft weg waren bei Dreharbeiten, die Kinder ihn nicht so als abwesenden Vater wahrgenommen haben. So habe ich das verstanden. Ja, das wollte ich auch mal. Hat das in Ihnen denn gearbeitet, dass Sie das auch nicht sein wollten? Ich wollte das nicht sein, ganz genau. Ich habe bei meiner ersten längeren Tour, da war ich noch am Theater, da war ich 90 Vorstellungen in 92 Tagen gespielt. Ich war zwar immer wieder mal zu Hause kurz, da habe ich dann immer abwechselnd der Sigrid einen Brief geschrieben und den Kindern. Ich habe ihnen Geschichten erzählt. Und damit, weil ich wollte irgendwie vorhanden bleiben als Vater. Und das hat funktioniert. Das hat funktioniert. Also das hat unsere älteste Tochter mal gesagt, was ich vorhin schon gesagt habe. Da sagt, der Daddy war viel weg, aber irgendwie war er auch da. Aber natürlich haben die Kinder ihn auch vermisst. Also unser Sohn, der Mittlere, der Benedikt, als er klein war, dann zu der Zeit. Wenn er morgens aufgewacht ist, kaum hat er hatte noch nicht die Augen offen, sagt er, wann kommt der Daddy? Ja, also man darf das nicht rosarot sehen, sondern ich habe natürlich versucht, auch ihn trotzdem, auch dass es zu Hause schön ist, die hatten da ihren Anker mit mir und wir hatten auch immer tolle Babysitter. Wir haben geschaut, würde ich ein paar Sachen nicht machen. Was zum Beispiel? Einige Filme nicht machen. Nicht sagen, ich muss jetzt diesen Regisseur kennenlernen, das denkt man, das muss man. Ja. Muss man überhaupt nicht. Ja. Die richtigen Leute finden sich dann schon. Und dieses Vertrauen ist auch wichtig, dass man mit viel Einsatz und viel Arbeit und Hingabe trifft man die richtigen Leute. Mal läuft es nicht so gut, aber dann läuft es wieder. Und ich habe ein bisschen zu oft Filme angenommen, die sind nett und schön, aber
Wenn ich sie nicht gemacht hätte, wäre es auch nicht schlimm. Mhm. Das würde ich jetzt anders machen. Aber jetzt ist das ist vergossene Milch. Das würde ich aber jedem Kollegen, jungen Kollegen sagen. Überleg dir genau, was ist wirklich wichtig. Ja. Sie haben gesagt, wir wollen nicht alles rosa-rot sehen. Jeder Mensch hat ja auch Schwächen. Was sind seine? Altersschwächen? Sag's ruhig. Ja, aber ich muss überlegen, welche ich zuerst nenne. manchmal ist er ungeduldig. Mhm. Das hast du, glaube ich, von deiner Mutter. Die hatte auch so eine Ungeduld. Ja. Mhm. Und vielleicht, das hat sich auch geändert in letzter Zeit oder in den Jahren, hätte ich ihm manchmal noch gewünscht, dass er sagt, hey, du bist toll. Ja. So wie du bist und was du machst, ist klasse, ist wunderbar. Aber wie das so ist bei Künstlern, diese Zweifel und, oder andere sind besser oder ja, man ist selber eigentlich, die kleiner machen. Ich bin die kleiner machen. Von acht. Ja, vielleicht aber immer der Letzte beim Schlittenfahren, das ist die Geschichte, die du gerne erzählt hast. Und ich glaube, ja, das, aber ja. Das ist besser geworden. Ja. Und umgekehrt? Ja. Manchmal gibt es Dinge, die man leicht regeln könnte. Wenn man wüsste, und wenn ich sage, Sigrid, mach das doch so, aber sie hat ihre Art, dann wird sie mit mir ungeduldig und sagt, ich mach das aber so. Und dann sieht man, dass es doppelt so lang dauert, aber so ist es halt, dann dauert es halt doppelt so lang. Ja, das ist auch nicht so schlimm, weil wenn ich mich selber anschaue mit den Fehlern, die ich habe, ich würde mich wahrscheinlich selber entlassen. Ja? Insofern kann ich froh sein, dass sie mich behält. Fällt es Ihnen leicht, Hilde, mit den Fehlern von Partnern umzugehen? Oder versuchen Sie schon immer dran zu arbeiten und die noch ein Stück weit zu verändern? Ja, das ist, glaube ich, die größte Herausforderung, dass man den Partner nicht versucht zu verändern. Ja, genau. Sondern dass man sich selbst hinterfragt, warum einen das jetzt vielleicht auch stört. Auch man hat ja da meistens selber dann ein Thema, an dem man arbeiten sollte oder muss. Oder man muss halt einfach einmal 7 Grad sein lassen oder 5 Grad. Ja. Ja. Und solange man den Respekt voreinander nicht verliert, das sieht man, glaube ich, bei den beiden sehr gut, schafft man das wahrscheinlich auch dann noch hoffentlich bis zum 50., bis zur goldenen Hochzeit. bei meinen Schwiegereltern ist das auch so. Das sind schon immer sehr schöne Beispiele. Und auch, dass man sich mal durchbeißt, dass einfach Beziehung ist Arbeit, das ist, glaube ich, so. Und es ist ja immer sehr schön, wenn man da so Beispiele sieht oder so, ja, Vorbilder schon fast, weil das ist einfach wirklich wichtig im Leben. Und es ist auch schön, wenn er sagt, er hätte vielleicht ab und zu mal weniger arbeiten sollen. Ja. Aber wenn er halt da war, dann war er präsent, dann ist er nicht, hat er nicht geschlafen bis um 10 Uhr, sondern war wahrscheinlich beim Frühstück. Oder ich ist im Text Sport lernen, ja, seid still. Das irgendwie, ich habe mich manchmal gefragt, wann er seinen Text lernt. Wenn er zu Hause war, und da war natürlich Tohuwabohu, und da waren nicht nur unsere Kinder, sondern noch Nachbarskinder, wann lernst du eigentlich deinen Text? Irgendwann, irgendwie. Also, das war. Also, wenn Sie da waren, waren Sie auch da? Ja, volle Kanne. Ich war da, ich habe mich zu Hause. Also, nee. Wie sah es eigentlich, oder wie sieht es aus mit Eifersucht in all den Jahren? Also ich gebe zu. Kurzer gegenseitiger Blick. Nein, das kann man gut. Ich hatte einmal, sie hat in Ludwigsburg gearbeitet mit einem sehr guten Kollegen, auch den ich mochte. Ja. Und dann kriegte ich ein Telefongespräch mit, wo ich dachte, dieser Ton gehört mir. Es ist ja der Ton, der die Ding macht. Ja, das habe ich aber Gott sei Dank gleich gesagt. Ja. Sofort. Und da stellte sich raus, das war meine Einbildung. Ja. Total. Und das andere, ja, das musst andere du erzählen. Also tatsächlich, war das während Nikola Zeiten. Ich habe in Köln gedreht. Kriegte ich eines Tages einen anonymen Brief, in dem stand sinngemäß, ich wollte Ihnen nur sagen, Sie tun mir so leid, weil Sie sollten nur wissen, dass Ihr Mann in Düsseldorf, in irgendeinem Café, wissen Sie eigentlich, was der macht, so ungefähr. Und das war so widerlich, weil es anonym war. Und Misstrauen ist schnell gesät. Ja, aber das ist natürlich kein schöner Moment, weil klar, wenn er in Düsseldorf ist oder in Köln und ich bin zu Hause, sehe weder ich, was er macht, noch sieht er, was ich mache. Interessanterweise kam immer die Frage, Eifersucht, bist du nicht eifersüchtig auf ihn, weil er so tolle Partnerin hat? Nicht, und was mit mir? Aber das war die einzige Situation, wo ich wirklich mal richtig unsicher, also für nicht lange unsicher waren. Dann habe ich ihn direkt angerufen, du warst bei einer Abschlussfeier von einem Dreharbeiten. Er stellte vor, was ich gar nicht gekriegt habe. Und es war schon auch kurz geweint, weil mich das verunsichert hat. Aber er hat mir dann einfach gesagt, das ist Schwachsinn, das ist Quatsch. Und ich habe ihm das geglaubt, weil man spürt, glaube ich, also vor allem, wenn etwas anhält oder wenn irgendwo was anderes läuft, irgendwann spürt man das. Und ich habe das einfach
nicht gespürt. Und ich sage Ihnen, so ein Leben, wie wir es geführt haben, so viel auseinander, wenn ich da ständig hätte denken... So viele Frauen um ihn rum. Ja, das hätte nicht funktioniert. Ja. Das hätte nicht funktioniert und ich hatte das einfach nicht. Sondern er hat mir und uns allen oft gezeigt, nicht immer mit Worten, du, ich liebe dich doch, das hast du manchmal auch gemacht. Aber einfach gezeigt. Ich habe es gespürt, ja? Dass ich sage, ich bin die dir lieb. Also die anderen finden es ja vielleicht schön. Oder? Wir reden ja jetzt so offen. Also es gab keine andere Frau, keinen anderen Mann? Nein. Schlafe jetzt halt. Nein, wir waren noch alt genug, als wir uns getroffen haben. Ja. Das hilft vielleicht auch. Ich war 31, sie war 29. Ja. Wir hatten schon auf die Nase bekommen. Wir wussten, das ist, man muss dann schon wollen. Und das hilft. Die wilden Jahre. Also mir. Dieses, was bin ich ohne dich, Eifersucht zeigt einem ja auch, oh, es könnten noch andere da sein. Ist es vielleicht auch manchmal ganz gut, so zumindest so ein Restgefühl von Eifersucht noch zu empfinden? Oder würden Sie sagen? Wenn es nicht zu übertrieben ist, dann zeigt Eifersucht auch, du bist mir wichtig. Ja. Also ich habe Angst um dich und das haben sie ja auch gehabt. Mhm. Also du sollst ja, irgendwie gehörst du schon mir. Also es zeigt schon dem anderen, du bist wichtig für mich. Aber was jetzt da auch deutlich wird, Vertrauen ist ja die Grundlage von allem eigentlich in der Beziehung. Ne? Und wenn ich Vertrauen habe zu dem anderen, dann spüre ich das. Also dann weiß ich auch, das kann es jetzt nicht sein. Ja. Wenn sich Misstrauen in eine Beziehung einschleicht, warum auch immer, dann kann Eifersucht natürlich richtig Feuer kriegen. Ne? Dann lodert es. Ja, dann wird es gefährlich. Ich finde es schön, wenn sie anderen Männern gefällt. Das ist doch schön. Kann man so sehen. Sie haben so schön beschrieben, dass Sie Ihrer Frau und Ihren Kindern immer mal Briefe geschrieben haben. Das war eine Zeit lang, als ich auf Tournee war. Wie wichtig sind solche Aufmerksamkeiten, Worte mal hier und da für Sie beide heute noch? Ganz wichtig. Muss ich immer wieder sagen, dass man sich mag. Man muss sich sagen, nicht jeden Tag sagen, ich liebe dich, kann man auch, geht auch. Ja. Aber einfach Aufmerksamkeiten, das hält es aufrecht. So welche Formen haben die bei Ihnen? Heute gibt es auch tatsächlich WhatsApp oder so kleine Nachrichten mit Gedanken. Oder wir rufen uns dann an jeden Tag, wenn er weg ist. Oder ich weg bin. Ich habe ja auch sehr viel gedreht als Dokumentarfilm in den letzten 10 Jahren. Mit unseren 199 kleinen Helden. Das war natürlich dann auch nochmal, er ist weg, ich bin weg. Dann musste er auch aushalten, dass ich nicht immer da bin, wenn er kommt. Aber da waren die Kinder aus dem Haus. Da hatte ich direkt von den eigenen Kindern bin ich dann... Zu den nächsten Kindern. Wir haben die Anfänge des Füßelns ja sehr, sehr stark mitbekommen. Das war sehr schön mitzuerleben. Ist die Anziehungskraft denn immer noch da? Ich würde sagen, ja. Also, wie habe ich im Vorinterview gesagt, ich finde ihn immer noch lecker. Immer noch lecker. Ich möchte noch ein ganz altmodisches Wort reinbringen, was wichtig ist zu zeigen, was auch stimmen muss, ist Zuneigung. Zuneigung, daran hält man sich. Nur mit Verliebtheit, das geht nicht. Das Leben ist normal. Und dann macht es mal so und dann macht es so und dann geht es wieder so. Aber die Zuneigung, wenn die weggeht, dann hast du verloren. Sie haben am Anfang gesagt, dass Sie selbst, wenn Ihre Frau jetzt mal nicht mehr da ist, sich erhoffen, dass Sie sie weiter im Herzen tragen und dass diese lange Zeit, die Sie hatten, weiterwirkt. Gibt Ihnen das auch ganz persönlich so eine Form von Gelassenheit oder hat das was Tröstendes auch? Dieser Gedanke? Also einmal was Tröstendes, dass es so schön ist. Ja. Und ich hoffe, dass es so bleibt. Und die Gelassenheit habe ich schon länger. Das ist irgendwie, weiß ich auch nicht, als Jüngster wahrscheinlich, weil man immer schauen muss, wo man bleibt. Und weiß, das kann ich nicht, das kann ich, aber da kann ich. Ja, irgendwie so. Vielleicht ist es das. Haben Sie das auch so in sich, dieses Gefühl? Ja, ich denke ganz, ich nicht so oft daran, was ist, wenn ich denke da schon mal, wie ich es beschrieben habe, aber eigentlich bin ich jetzt, das ist jetzt schön. Ist jetzt und so ist und ich empfinde, oder wenn er nur einen Tag zu Hause ist und wir gehen nachmittags in einen schönen Film oder so, das war ein schöner Tag heute, gell? Also das Miteinander ist so wichtig, auch als die 3 Kinder klein waren. Wir wurden manchmal gefragt, wollt ihr denn noch ein 4. Kind? Dann haben wir gesagt, wir haben 3 Kinder und so. Also immer diese kleinen Momente finden und diese kleinen Räume, wo man sagt, und die gehören nur uns beiden. Egal wie viele Kinder, egal was los ist. Und das muss auch im Beruf wichtig sein, dass man sagt, kein Beruf kann so wichtig sein, dass man keine Zeit mehr findet füreinander. Das ist der Tod von einer Beziehung. Ich glaube auch, wenn junge Eltern Kinder haben und denken, wir haben überhaupt keine Zeit mehr füreinander, sag ihnen, sie sollen sich verabreden. Sollen ins Hotel gehen, irgendwas. Verabrede dich für 2 Stunden. Ja.
Und kauf jemanden, der auf die Kinder aufpasst. Das ist toll. Es gibt ja viele Menschen, die sagen, ich komme auch ohne Partner klar. Und es gibt ja auch viele, die da wirklich ein gutes Leben führen. Aber ob es jetzt Partnerschaften sind oder Freundschaften sind, enge Beziehungen, wie wichtig sind die ganz zum Schluss nochmal für unsere Lebenszufriedenheit? Die sind wichtig von, sag ich mal, von der Wiege bis zur Bahre. Also das ist ein Grundbedürfnis, dass wir nahe Beziehungen, nahe Bindungen haben. Aber ich finde, das Beispiel heute ist, das zeigt doch, wie Beziehung, Bindung aussieht. Da ist eine Blutsbrüderschaft, da sind die beiden Zwillinge da hinten oder sie als Paar oder ja, sie mit ihrem neuen Partner und den Kindern. Wir brauchen Menschen, die uns nahe sind und auf die wir uns verlassen können. Und das ist wirklich wie die frühe Eltern-Kind-Beziehung ein bisschen. Also wir können nicht bedingungslos lieben und wir können auch nicht bedingungslos Freunde sein. Aber wir können es annähernd sein, dass wenigstens ein Mensch oder ein paar Menschen in unserem Leben es gibt, die diese Bindung zu uns herstellen. Und das brauchen wir. Was bin ich ohne dich? Vielen Dank an Sie, vielen Dank an alle unsere Gäste. Talk am Dienstag ist auch in der nächsten Woche wieder für Sie da. Dann mit dem Kölner Treffen. Schönen Abend noch im Ersten. Wir sehen uns. Dankeschön. Bis bald.